dass Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mitten auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Sebastian, wie fühlt es sich an bei dir nach der ersten Niederlage unter Tim Walter? Ja, jetzt so nach ein paar Tagen Abstand gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, immerhin haben wir keine Punkte verschenkt gegen direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Man muss es ja auch mal positiv sehen. Nee, aber... Ja, so ganz ehrlich, es fühlt sich schon auch relativ scheiße an. Also vor allen Dingen, wenn man am Freitagabend im Stadion war und gesehen hat, wie die Punkte verloren wurden. Ja, das stimmt schon. Also alles war eigentlich angerichtet für einen schönen Freitagabend-Heimsieg. Und ich habe mich ja in der letzten Ausgabe auch weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das wird auf jeden Fall was, da brauchen wir überhaupt keine Sorgen haben. Du hast schon so ein bisschen mahnend den Zeigefinger gehoben und hast gesagt, naja, seid ihr da mal nicht so sicher. Und jetzt kann ich es ja im Nachhinein sagen, also ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir das Spiel gegen Wien Wiesbaden souverän und auch hoch gewinnen. Also mit einem 3-0 hätte ich gut leben können. Und ganz ehrlich dachte ich eher, dass es vielleicht sogar mehr wird. Aber tja, so richtig souverän tritt der VfB unter Tim Walter bislang nicht auf. Darüber sprechen wir heute natürlich. Dazu gibt es noch interessante Ereignisse rund um den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Da scheint es jetzt wohl jemanden zu geben, der diesen Posten übernimmt. Ihr wisst es natürlich schon, Thomas Hitzesberger soll neuer Vorstandsvorsitzender der VfB AG werden. Auch darüber werden wir sprechen. Und es gibt natürlich, wie immer, die Mailbox und die Jugend, die wir heute thematisieren werden und dann noch das ein oder andere Randthema, das wir streifen werden. Aber los geht es, wie gewohnt, mit einem Rückblick auf das vergangene Spiel, in dem Fall gegen Wien Wiesbaden. Heute wird es ein bisschen anders laufen, kann ich schon mal sagen, denn ich bin der Meinung, wir müssen dieses Spiel jetzt nicht ganz so detailliert analysieren, wie wir das vielleicht bei anderen Spielen schon gemacht haben, denn im Großen und Ganzen, glaube ich, konnte man ganz gut erkennen, was da auf dem Platz passiert ist. Also ich schildere mal meinen Eindruck, Sebastian, und du kannst ja dann mal sagen, ob du es ähnlich erlebt hast. Und zwar kam es mir wirklich so vor, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit irgendwie ein Problem damit hatte, so richtig ins Spiel zu finden und vielleicht Wien Wiesbaden, ich möchte nicht sagen unterschätzt hat, aber die Sache nicht so ernsthaft angegangen ist, wie zum Beispiel das Spiel gegen Bielefeld. Also es waren einfache Ballverluste, es wirkte manchmal so, dass man eben nicht gewillt ist, wirklich den letzten Schritt zu machen und auch alles reinzuwerfen in jede Aktion. Und das änderte sich dann zwar in der zweiten Halbzeit, aber da fehlte uns dann so ein Stück weit das Glück. Eigentlich hätten wir vermutlich 3, vielleicht sogar 4 Tore schießen müssen, aber wie es dann halt immer so ist, keiner der großen Tormöglichkeiten wird verwertet oder keine der großen Tormöglichkeiten wird verwertet und am Ende stehst du dann mit leeren Händen da. Hast du das Spiel ähnlich mitverfolgt? Ich habe es genauso gesehen wie du. Also ich fand die erste Halbzeit komplett indiskutabel. Natürlich kann es mal sein, dass man dann gleich in der dritten Minute durch eine Unachtsamkeit und eine gewisse Schläfrigkeit dann mal schnell das 0:1 fängt und Wien Wiesbaden hat auch vorletzten Spieltag gegen Bielefeld früh zu Hause das 1:0 erzielt, hat dann 2:5 verloren. Also das kann mal passieren und wenn du halt in der 11. Minute, also 8 Minuten später dann den Ausgleich erzielst, dann geht das Spiel ja dann einfach 10 Minuten später los. Ist ja gar keine Frage. Aber dass du dann halt
weitere 7 Minuten später schon wieder durch so eine Unachtsamkeit dann das 1-2 fängst und dann in verbleibenden knapp 30 Minuten es nicht mehr schaffst, irgendwie Druck aufzubauen. Also das fand ich schon sehr verheerend. Und ich habe zur Halbzeit natürlich nicht gepfiffen, aber ich habe schon verstanden, dass sich manche Fans in irgendeiner Art und Weise dann ja ihrem Unmut irgendwie ausdrücken wollen. Weil also ich fand die erste Halbzeit, das war eine absolute Frechheit in allen Bereichen. Also das geht halt überhaupt nicht. Ne? Du spielst gegen Wien Wiesbaden, die kamen mit, jetzt wirklich mit allem Respekt vor Wien Wiesbaden und seinen Fans, aber ich glaube, im Gästeblock standen 50 Leute. Und 200 sollen es angeblich gewesen sein. Okay, also dann fast doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele, dann waren es 200. Aber ich fand die Darbietung in der ersten Halbzeit eine komplette Frechheit vom VfB und das geht halt nicht. Und dann frage ich mich, warum fängt man dann so spät erst an, den Druck aufzubauen, den man aufbauen kann. Und klar, und dann hast du Pech, ne? Dann hast du 4-mal Pfosten und Latte, dann wird 3-mal auf der Linie gerettet, 2-mal durch Spieler von Wien Wiesbaden, 1-mal durch Al-Ghadoui. Ja, aber dann, ich finde, wenn du halt als VfB Stuttgart es nicht schaffst, zu Hause gegen Wien Wiesbaden zu gewinnen, dann kann das nicht nur Pech gewesen sein. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube halt, dass es auch wirklich schwer ist für eine Mannschaft, die bislang relativ smooth durch die Saison gekommen ist, hier und da auch mal Glück hatte, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wir haben in der zurückliegenden Folge darüber gesprochen, dass das ein oder andere Mal auch der Pfosten hilfreich war. Gegen Greuther Fürth war es ganz besonders der Fall und auch gegen Bielefeld hatten wir da mal Glück. Jetzt schlug sozusagen das Pendel in die andere Richtung. Also vielleicht war das auch ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit und vielleicht war es dann auch so, dass wir jetzt vielleicht nur einmal verloren haben und sonst hätten wir 2-mal unentschieden gespielt. Also kann man sagen, sind wir mit den 6 Punkten aus den letzten 3 Spielen vielleicht noch ganz gut bedient. Sonst hätten wir vielleicht nur, wenn wir das jetzt die Rechnung weiterspinnen, vielleicht nur 5 Punkte oder so. Aber was für mich halt wirklich auffällig war, war, dass in der ersten Halbzeit es auch kaum Torchancen gab für uns. Also das eine ist ja, dass du dich sackendämlich anstellst, ja, in der Defensive. Also gerade Borna Sosa, sorry, dass ich das direkt so ansprechen muss, aber es war halt einfach unglaublich, was er da wieder für einen Lapsus sich geleistet hat vor dem 2-1. Das erinnerte schon stark an die Aktion gegen Bremen vor einem Jahr, als er den Ball Ron-Robert Zieler zwischen die Füße warf. Also, darf ich dich kurz unterbrechen? Ich hatte auch so einen Bremen-Retro-Moment, weil Borna Sosa sah schlecht aus und auch Gregor Kobel sah richtig schlecht aus der Situation, ne? Genau wie Zieler damals. Also der steht ja ganz komisch zum Ball, geht gar nicht richtig runter. Also er hat, glaube ich, hinterher gesagt, er war in Gedanken schon bei der Spieleröffnung quasi, weil er mit einem vernünftigen Rückpass rechnete. Aber da sahen ja sowohl Sosa wie auch der Torwart, in dem Fall dann Kobel, sahen halt richtig, richtig schlecht aus. Einfach. Wobei Schäffler das auch grandios gemacht hat, denn mir hat mal ein Trainer gesagt, wenn du in so eine Situation kommst, also so 1-1 Situation gegen Torwart und er kommt so leicht oder kommt raus, dann schieß auf die Beine. So, weil die in der Regel dann die Beine so ein bisschen aufmachen und dann kannst du relativ leicht, in Anführungsstrichen, ich natürlich nicht, aber der Schäffler schon, den Torwart tunneln. Aber da gebe ich dir natürlich absolut recht, Kobel sah bei dem Gegentor scheiße aus und Borna Sosa, haben wir ja gerade schon thematisiert, war eigentlich die komplette erste Halbzeit nicht so richtig auf dem Platz, hat ganz, ganz viele Abspielfehler sich geleistet, hat auch entscheidende Zweikämpfe verloren. Aber wie erklärst du dir die Einfallslosigkeit in der ersten Halbzeit, dass es noch nicht mal zu großen Torschancen kam? Also dieses 1-1, okay, ja, das war natürlich eine Chance, aber das war ja auch mehr oder weniger Zufall, weil Wien Wiesbaden das eine Mal in der ersten Halbzeit einfach diese eklatanten Abwehrschwächen offenbart hat, die sie in den Spielen zuvor in der zweiten Liga ja immer wieder präsentiert haben. Also das war ja fast schon eine Zufallsproduktion und weniger eine herausgespielte Chance. Ja, also zum einen durch die Aufstellung, ne? Also das ist ja auch, was viele Fans sagen, die dann auch Tim Walter da in die Pflicht nehmen und sagen, wenn du aufstellst im Sturm Gomez und Al-Ghadoui, also den Doppelochsensturm, du hast zwei relativ unbewegliche, aber kopfballstarke Spieler, dann sollst du dafür sorgen, dass er irgendwie eine Flanke nach der anderen in den Strafraum des Gegners segelt. Und dann stellst du halt auf mit rechts Askasiba, links Förster und der Einzige, der Flanken schlägt, ist Sosa, ne? Weil Förster ist ja auch keiner, der zur Eckfahne läuft und Askasiba halt gerade gar nicht. Das
kann nicht funktionieren. Andererseits bin ich der Meinung, wenn du als VfB Stuttgart gegen Wien Wiesbaden spielst, dann musst du eigentlich vor Anpfiff 11 Trikots in die Kabine schmeißen und die 11, die den Trikot dann sich irgendwie schnappen, die müssen in der Lage sein, gegen Wien Wiesbaden zu gewinnen. Also das kann ja nicht sein. Ne? Du hast da U21-Nationalspieler, du hast halt Nationalspieler, du hast Leute wie Gomez. Also das kann ja nicht sein, dass du dann gegen Wien Wiesbaden so eine erste Halbzeit ablieferst. Also Ich weiß es nicht. Unkonzentriertheit, dann wirklich Überheblichkeit. Man hat gedacht, man kann es halt wirklich mit 80% Leistungsbereitschaft wuppen oder so. Aber also ich fand das relativ schockierend, wirklich. Also die Aufstellung war auch ein großes Thema in meinem Sitzbereich, möchte ich mal so sagen. Was sowieso für mich, oder ich fange anders an. Es war wirklich für mich eines der schlimmsten Heimspiele, die ich je besuchen musste. Ja, ich hatte ein bisschen Pech. Hinter mir saß jemand, der ständig geschrien hat, dass das eine, also es kann ja positiv sein, wenn sich jemand immer wieder freut über irgendwelche tollen Pässe oder so, aber in dem Fall war es halt jemand, was das Vergnügen vielleicht auch schon mal gehabt haben, der einfach immer genau das bemängelt oder das, sich über das beschwert, was der Spieler eben gerade nicht macht. Also sprich, er fordert auf der einen Seite, jetzt schlag doch mal eine Flanke, und wenn dann mal ein Spieler eine Flanke schlägt, dann ist das auch nicht richtig. Und es ist einfach unerträglich, wenn so jemand 90 Minuten lang hinter dir sitzt und in dann doch einer relativ oder mit einem starken Organ dir da ins Ohr brüllt, ja. Und das ging bei diesem Herrn übrigens dann schon los, als er die Aufstellung vorgelesen bekam von Holger Laser. Dann war das Erste, was ich von ihm gehört habe, ja, der Karasor, wie kann man, also das war halt leider der Akzent, den er hatte, deswegen mache ich den jetzt so nach, wie kann man nur den Karasor bringen? Da habe ich mir noch gedacht, okay, darüber kann man echt streiten. Also für mich ist es halt wirklich so, wenn ich die Wahl habe zwischen Mangala und Karasor, dann würde ich persönlich vor allem gegen Wien Wiesbaden immer auf Mangala setzen, immer. Es gibt für mich einfach in dem Moment keinen nachvollziehbaren Grund, ja, warum man Karasor aufstellt. Wobei ich dazu sagen muss, vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht, ich bin halt nur Podcaster. Ich bin Fan und Podcaster und habe theoretisch überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Tim Walter wird sich dabei was gedacht haben. Deswegen habe ich mir das Spiel mal wieder mehrfach angeschaut und gestern Abend sogar nochmal und habe nur auf Karasor geachtet, um herauszufinden, was ist jetzt hier das Besondere an Atakan Karasor? Warum spielt er immer wieder, muss man ja schon so sagen, und ja, arrivierte Spieler, gute Spieler wie ein Santi Askasiba bekommt keine Chance auf der 6 und natürlich Mangala, den wir ja gelobt haben für seine Pressing-Resistenz und für seinen guten Überblick, gute Pässe, warum darf er nicht auf die 6 spielen, muss sogar auf der Bank sitzen, ja, das ist ja schon eine Ansage, würde ich mal behaupten. Und Sebastian, ich kann dir ehrlich gesagt jetzt noch nicht mal eine Antwort darauf geben, das ist das Schlimme. Ich wollte gerade sagen, was sind deine Erkenntnisse? Ja, also was aus der Karasor-Cam. Fangen wir mal damit an, was wirklich positiv ist bei Karasor. Und ich glaube, das ist auch seine Aufgabe. Karasor ist der Spieler, der einfach immer da sein, ist das Scharnier zwischen Abwehr und Mittelfeld. So könnte man es sagen. Er soll praktisch immer anspielbar sein für zum einen die Innenverteidiger oder von mir ist Borna Sosa, wenn der noch auf der linken Seite klebt. Oder dann eben für Spieler wie Förster, wie dann den eingewechselten Mangala oder Askasiba. Er ist praktisch wirklich das Scharnier zwischen Abwehr und Mittelfeld. Das macht er auch ganz ordentlich. Also das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist okay. Und ich glaube auch, dass du ohne so einen Spieler wie Atakan Karasor Probleme hättest, mit Pascal Stenzel, so wie er seine Rolle als Rechtsverteidiger interpretiert. Also da merkt man schon auch, dass wenn Stenzel da seine langen Wege geht von der rechten Seite Rechtsverteidigerposition bis rüber zum Linksaußen, ja, dass ja, dann Karasor natürlich da hinten schon das Loch auch mitstopft. Ja, ja. Ja, und das macht er auch sehr gut. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ein Mangala würde das nicht so gut machen. Was auch auffällig ist bei Karasor, was er auch hervorragend macht, finde ich, ist, die Räume zu besetzen, die dann schon von vornherein, sag ich mal, Passmöglichkeiten für einen Gegner unterbinden. Also er stellt einfach gut zu. Er hat einfach ein gutes Raumverständnis. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber das alles ist eigentlich in dem Moment hinfällig, wenn der Gegner schnell spielt. Also das, egal, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist einfach dann nicht mehr vorhanden, sobald der Gegner schnell spielt. Sprich, wenn du Karasor aggressiv anläufst, schnell anläufst, dann kriegt er Probleme, Pässe sauber an den Mann zu spielen. Er verliert schnell Zweikämpfe. Er wird in seiner Aktion oder in seinen Aktionen unruhig und fast schon konfus, weiß nicht, also es wirkt auf mich fast so, weiß nicht, wo er den Ball jetzt hinspielen soll und lässt sich dann auch manchmal zu Bällen hinreißen, die wenig Sinn und Verstand haben in dem Moment, zumindest aus meiner Position heraus. Und genau da liegt für mich das Problem. Also du hast halt da so einen relativ wichtigen Spieler,
der unter Umständen dann, wie gesagt, auch einen Pascal Stenzel hinten ersetzt. Und wenn der halt einen Fehler macht, dann hast du meistens daraus resultierend gleich eine 2-gegen-2-Situation, weil du nur noch zwei Verteidiger hinten drin hast. Kempf ist meistens auch mit nach vorne gegangen. Das heißt, du hast dann so eine Situation, dass plötzlich entweder Ned Phillips oder Borna Sosa sich dann vielleicht mit irgendeinem wehen Wiesbadener Spieler in einem Sprintduell wiederfinden. Und damit haben sie eigentlich gar nicht gerechnet. Und das ist ein immenses Problem aus meiner Sicht, dass er da einfach nicht die Ruhe hat und ich weiß nicht, einfach, ich sag's immer wieder, diese Pressingsresistenz fehlt ihm komplett und da ist für mich Mangala einfach der Mann schlechthin, der auf dieser Position das gut ausfüllen könnte. Wobei er, und das sage ich auch, natürlich eben genau dieses Scharnier wahrscheinlich nicht wäre, wie es ein Karasor ist. Aber ich weiß gar nicht, ob du das brauchst gegen so einen schwachen Gegner wie Wien Wiesbaden, die sich ja eh mit 9 Mann, sind wir ehrlich, es war zwar ein 5-4-1, aber die standen ja mit 9 Mann hinten drin. Also brauchst du da noch diese Zwischenstufe zwischen Abwehr und Mittelfeld oder reicht es da nicht, wenn du sowieso hinten auf, Phillips in dem Fall, weil Badstuber ja verletzt war, beziehungsweise Magen-Darm hatte und dann Borna Sosa oder Marc-Oliver Kempf als Absicherung setzt. Das müsste doch eigentlich reichen. Ja, also ich finde wenig Argumente dafür, dass Karasor eben spielen muss, aber ich möchte das noch dazu sagen, ich verstehe diese enorme Kritik, die aktuell auf ihn einprasselt, genauso wenig. Ja, also er ist für mich bei Weitem nicht der schlechteste Spieler gewesen. Das war für mich an dem Tag Borna Sosa und auch Mario Gomez, der überhaupt nicht stattfand. Also wenn man sich die Daten mal vom VfB anschaut, ja, mit 800, wie viel waren es, 800, über 800, 828 gespielten Pässen, mhm, 29 Schüsse, davon innerhalb des Strafraums 21. Ja, also das sind ja schon beeindruckende Werte. Dann guckt man so bei Mario Gomez, was der so das ganze Spiel über gemacht hat. Der hat übrigens durchgespielt. Es wird dem einen oder anderen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sein, aber Mario Gomez hat durchgespielt und hatte 22 Ballkontakte, 22, 12 Pässe. Davon kamen leider Gottes nur 7 an, also nicht besonders viel, und hat dann noch 60% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist einfach viel zu wenig für einen Stürmer, der wirklich in einem Spiel aufläuft, wo es eigentlich nur ein Spiel auf ein Tor gibt. Und das ist für mich halt auch eine Schwachstelle gewesen in dem Spiel. Und ich finde, die Kritik an Karasor ist zum Teil berechtigt, aber in der Schärfe mir zu übertrieben. Also da wird sich auf einen Spieler eingeschossen, auch seitens der Presse. Das fand ich fast schon, ich möchte nicht übertreiben, aber ich fand es einfach scheiße, dass du behauptest, ein Karasor spiele immer wieder Fehlpässe und dann guckst du halt seine Passstatistik an und siehst, dass der eigentlich immer weit über 80% Passquote hat. 91% waren es in dem Spiel. Jetzt sagen die Leute, ja, aber der spielt ja nur quer. Da frage ich mich natürlich auch, ja, wo soll er denn hinspielen? Ja, wenn er nach vorne spielt, du verlierst den Ball, ich habe es gerade eben erklärt, bist du sofort in einer Situation, wo du dich unter Umständen in Unterzahl gegen 3 Angreifer durchsetzen musst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er soll doch gar nicht diese verrückten Vertikalpässe in dem Moment spielen. Er soll doch das Spiel breit machen. Er soll doch die freien Räume schaffen. Er soll als Anspielstation fungieren. Er soll die Möglichkeit vielleicht einen Marc-Oliver Kempf geben, dass er dann den Ball einmal breien lässt und Kempf sich dann nach vorne einschalten kann. Genau dafür ist er ja eigentlich da. Deswegen, man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, dass Karasor eine gewisse Zweikampfschwäche hat. Er verliert viele wichtige Zweikämpfe. Alles gar keine Frage. Aber jetzt wirklich die Niederlage oder das schwache Spiel nur an ihm aufzuhängen, das geht mir zu weit. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Du saßt ja auf der anderen Seite, vielleicht saß da schlimmer. Genau, wir sitzen hier gegenüber. Nein, ich sehe ihn natürlich auch kritisch, aber ich sehe ihn auch nur deshalb kritisch, weil er ja vor der Saison als der Balance-Spieler, als das Metronom, als der Unterschiedsspieler irgendwie hochgehypt wurde. Und das ist er halt definitiv nicht. Ne? Er ist halt ein Spieler, der von Holstein Kiel kommt und Qualitäten hat und auch noch Defizite und definitiv noch Probleme hat, die Rolle auszufüllen beim VfB Stuttgart, die ihm zugedacht ist. Das ist ja gar keine Frage. Und natürlich ist er auch der Spieler, der gegen Wien Wiesbaden maßgeblich daran beteiligt war, dass das Führungstor für Wiesbaden fällt, weil er da sich mit Kempf halt irgendwie nicht abstimmt und dann Schäffler einschießen kann. Und ich finde halt so ein Problem, was er auch hat oder was wir mit ihm haben, ist natürlich die Körpersprache. Also für mich ist es so persönlich das Özil-Phänomen. Ne? Also er sieht ja nie bis in die Haarspitzen motiviert aus, sondern er ist ja so eher einer, der so ein bisschen über den Platz trabt und so weiter. Aber das ist halt ja nur seine Körpersprache. Ne? Und auch seine Aufgabe. Ja, genau, nee, aber er ist jetzt
du guckst dir einen Askasiba an, der scheint unter Strom zu stehen, dann guckst du dir einen Carazo an, der scheint irgendwie nur rumzutraben, aber natürlich sind beide gleich konzentriert, das ist halt irgendwie nur das, was du so wahrnimmst, aber natürlich, was du auch gesagt hast, muss man sich ja fragen, was bringt ein Atakan Karasor dem Stuttgarter Spiel, was ein Oral Mangala dem Stuttgarter Spiel nicht bringt? Und da sehe ich persönlich ja jetzt auch nicht so viel Vorteile für Karasor. Tim Walter sieht da vermutlich mehr Vorteile, deswegen bringt er ihn. Ja, aber ich finde, da muss man jetzt auch keine Hexenjagd veranstalten und alles an ihm festmachen. Also da gab es, ja, wie du schon erwähnt hast, gegen Wien Wiesbaden sicherlich andere Spieler, die einen entscheidenderen Anteil an der Niederlage hatten. Sosa, aber dem gestehe ich wirklich gerne mal einen schlechten Tag zu. Und er hatte am Freitag einen ganz, ganz schlechten Tag. Also das war nach vorne nicht gut, das war nach hinten richtig scheiße. Und am beschissensten war es dann für ihn, als er dann ausgewechselt werden musste und bewusstlos am Platz lag. Also der hatte einfach keinen guten Tag. Und das gestehe ich ihm gerne zu. Und vorne hast du auch erwähnt, Mario Gomez. Und letzte Woche im Podcast hat, wurde es thematisiert, man soll nicht alles in seinem Gehalt festmachen. Nee, soll man nicht. Aber trotzdem war er am Freitag halt einfach schlecht. Also und dann ja, muss man halt schon überlegen. Ich finde es halt schwierig, ne? Natürlich darf man nicht alles an seinen kolportierten 4,5 Millionen Gehalt in der zweiten Liga festmachen. Aber wenn man ihn dann gegen Wien Wiesbaden kicken sieht, der kann ja noch so ein guter Sportskamerad sein und seinen Mitspielern helfen und so weiter. Aber das ist halt echt zu dünn einfach. Und ich habe bei ihm schlichtweg das Gefühl, dass er halt nicht mehr so 100% dabei ist, ne? Ihm ist es mittlerweile echt egal, ob das Tor jetzt für ihn ist oder für wen anders, ob er ein Tor erzielt oder nicht. Und ich tue mich echt schwer mit der Personalie Gomez da vorne drin. Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das habe ich mir nämlich auch schon überlegt. Er sagt zwar, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das sehe ich auch so. Ich finde das schon stark von einem Spieler seines Formats, wenn er sagt, ich sitze halt auf der Bank und dann spielt halt eben ein Klimowitz. Ja, ist halt so. Ist ja schon eine starke Aktion. Auf der anderen Seite habe ich das ja auch schon thematisiert, als er gegen Bayern war, glaube ich, auf der Bank saß und gesagt hat, er hätte kein Problem damit. Das ist natürlich auch für seine Mitspieler ein fragwürdiges Zeichen, sage ich jetzt mal. Also da muss ja eigentlich schon der Ehrgeiz bestehen, dass du immer spielen möchtest. Und wenn da jetzt ein Spieler ist, naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ob ihr jetzt spielt oder nicht. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Also es ist halt für mich einfach so, wo ich denke, okay, als junger Spieler würde ich halt schon denken, dass so einer wie Gomez jedes Training sieht, wie so ein Champions League-Finale. Er möchte sich präsentieren, er möchte unbedingt spielen und das möchte er hier unter Beweis stellen. Aber du hast ja noch nicht mal in so Situationen wie jetzt am Freitag gegen Wien Wiesbaden das Gefühl, dass er sich da wirklich aufopfert bis zur letzten Minute, sondern wie du halt sagst, entweder er trifft oder er trifft nicht. Er ist zwar immer voll dabei, gar keine Frage. Also das merkst du auch in seinem ganzen Verhalten, als diese tragische Situation deiner 89. entstand, als er ja fast schon verzweifelt, ich glaube auf Elfmeter oder so aus war. Ich glaube, der meinte, dass einer der Wiesbadener den Ball mit der Hand berührt hat. Hand, ja. Ja, und das wurde natürlich nicht geahndet, weil es war auch kein Handspiel, gar keine Frage. Ja, also er ist da schon dabei, aber ich gebe dir auch recht. Also es ist eine schwierige Personalie und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich habe schon darauf gehofft, dass Gomez hier einfach nochmal eine geile Saison hinlegt, vielleicht ähnlich wie Lasogga letztes Jahr in Hamburg, auch wenn die nicht aufgestiegen sind. Trotzdem war Lasogga ein wichtiger Spieler für den HSV und hat viele Tore erzielt. Und sowas in der Art habe ich mir auch von Gomez erhofft. Und das fehlt halt komplett. Und momentan lebt er so ein bisschen von der Aura. Ja, also da hast du schon das Gefühl, wenn der auf dem Platz steht, dass der ein oder andere Abwehrspieler vielleicht dann auch ein bisschen mit Ehrfurcht auf den großen Gomez blickt, aber ja, die schwindet dann relativ schnell, wenn man merkt, der kocht bestenfalls mit Wasser. Ich zweifle gar nicht mal an seinen sportlichen Qualitäten, weil ich glaube, er hat es echt immer noch drauf, aber diese Uneigennützigkeit, die kommt bei mir so ein bisschen rüber wie so I don't give a fuck. Ne? Mir ist egal, ob ich spiele oder nicht spiele, dann soll der Wamangituka spielen, soll der Klimovic spielen oder ich spiele. Ist mir eigentlich egal. Schieße ich ein Tor, schieße ich kein Tor, ist mir völlig wurscht. Und ich glaube, das ist halt für einen Stürmer die falsche Einstellung. Ne? Also dann kannst du sagen, okay, dann mach Maskottchen und
motiviere halt dann die jungen Stürmer oder so. Aber ich bin der Meinung, wenn er drauf ist und spielt, dann muss er doch irgendwie geil drauf sein, ein Tor zu schießen. Und ich finde, eigentlich müsste Tim Walter Angst haben, ihn nicht aufzustellen, weil er genau weiß, dann klopft Mario Gomez irgendwie noch nach Training an seine Tür und sagt, hey Trainer, warum spiele ich nicht? Und er muss ihm erklären, warum er nicht spielt. Und vielleicht hat er gute Gründe und dann passt das auch. Aber so ist mir das alles ein bisschen zu friedlich, auch schon gegen Bielefeld, wo er das Abseitstor oder nicht Abseitstor erzielt und dann gibt's einen Videobeweis und der steht halt daneben dem Schiri und die beiden lachen und schäkern und ja, vielleicht war es ein Tor, vielleicht auch nicht. Das ist mir echt zu dünn. Also dieser unbedingte Sieges- und Aufstiegswille, der fehlt mir bei ihm einfach irgendwie. Also vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Ich will ihm da wirklich überhaupt kein Unrecht tun. Aber das ist das, was er für mich auch jetzt in der Zweitliga-Saison so ausstrahlt. Ihm ist egal, ob er spielt oder nicht spielt. Ihm ist egal, ob das Tor zählt oder nicht zählt. Wenn ja, ist nett. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber diese gewisse Geilheit aufs Tor, auf den Erfolg, die geht mir da irgendwie ab. Und da komme ich nochmal zurück auf Carazor. Bei ihm habe ich zumindest das Gefühl, dass er im Spiel versucht, sein Bestmögliches zu geben, um ja eben dazu beizutragen, dass der VfB zu Chancen kommt. Also auch wenn er nicht derjenige ist, der jetzt die Torvorlagen serviert, wobei er das in der zweiten Halbzeit zu Beginn auch einmal hervorragend gemacht hat. Es gab auch davor schon Spiele, da hat man schon mal gesehen, dass er einen ziemlich coolen Pass spielen kann, wenn er sich da vorne tummelt. Aber insgesamt war er aus meiner Sicht von den Werten her schon mit einer der wichtigsten Mittelfeldspieler. Ja, 120 Ballkontakte, 100 Pässe, 91%, haben wir ja schon gesagt, Passquote. Und selbst bei den Zweikämpfen, ja, hat er die meisten aller Mittelfeldspieler positiv für sich gestalten können. Ja, wenn du dann jetzt unser Kampfschwein, nenne ich es jetzt respektvoll, Santiago Ascasiba anschaust, mit 31% gewonnene Zweikämpfe, ist es halt kein guter Wert. Oder auch ein Förster, der gerade mal auf 27% gewonnene Zweikämpfe kommt, dann merkst du halt schon, diese beiden Achterpositionen, die ja auch enorm wichtig sind für das Spiel, ja, das sind halt Zweikampfquoten, die sind unterirdisch und das sieht man bei Ascasiba übrigens schon die komplette Saison hinweg, also der hat nie richtig starke Zweikampfwerte, er hat überhaupt in seinen, ja, wie viele Spiele hat er jetzt bestritten, ich glaube 5 müssten es gewesen sein, es war jetzt der 9. Spieltag, richtig? Ja. Ja, dann musste er 4 mal aussetzen, also 5 Spiele. Und von diesen 5 hatte er nur in einem mal einen positiven Wert, also mehr gewonnene Zweikämpfe als verlorene. Und das ist natürlich ja auch was man kritisieren kann. Und ich gebe dir recht, bei Ascasiba sieht das immer so aus, als ob der wirklich alles reinwirft in jeden Zweikampf. Also typisches Heißblut und das gefällt mir auch ganz gut. Aber das nützt natürlich alles nichts, wenn du am Ende ja deine Zweikämpfe nicht gewinnst. Und bei Carazor, um das auch nochmal ganz kurz aufzugreifen, weil du das vorhin angesprochen hast, dass er so eine merkwürdige Körpersprache hat. Ja, auch das ist mir aufgefallen. Das stimmt. Das liegt aber zum einen daran, dass er, glaube ich, nicht mit nach vorne gehen soll, weil das siehst du relativ gut, dass er sich eigentlich immer wieder so um den Mittelkreis herum aufhält und gar keine Bestrebungen hat, nach vorne zu gehen. Er bleibt da und sichert sozusagen ab, ist Anspielstation, wenn man wieder über hinten aufbauen muss. Das zum einen, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Kommandos zu geben, gerade wenn die komplette Seite verlagert werden soll oder so, ist er derjenige, der die Kommandos gibt. Jetzt müsste man natürlich dagegen mal Mangala sehen, wenn er die Position regelmäßiger spielt, ob er das auch so machen könnte oder ob er die Position anders interpretiert, davon gehe ich aus. Und welchen Mehrwert das am Ende hätte. Also es ist natürlich alles müßig, ja, weil es bislang ja immer gut ging. Außer eben jetzt gegen Wien Wiesbaden. Und das haben wir ja gerade eben schon gesagt, das lag jetzt nicht nur allein an Atakan Carazor, aber ja, wie gesagt, also ein gutes Spiel hat er auch nicht gemacht. Das möchte ich jetzt nicht. Nee, aber es lag natürlich absolut nicht an ihm. Also ich habe ja gerade die taktische Aufstellung des Spiels vom Kicker geöffnet und ich lese mal kurz zum allgemeinen Interesse die Noten vor, also Gregor, ja. Kobel 4, dann stopp, die Abwehrreihe. Stopp, ich muss unbedingt dazu, ja, was sagen, weil, ja, bitte. Das kann ich schon wieder nicht ganz nachvollziehen. Übrigens, Notenvergabe, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber die geht mir so richtig. Ja, also über Notenvergabe ist ja ein Thema aber für sich. Aber ein Torwart, ja, der 100% seiner Pässe an den Mann bringt und einen Fehler macht, dazu noch hervorragend einmal den VfB vor dem, ich glaube 2-0 war es zu dem Zeitpunkt, bewahrt, dem kannst du doch nicht wegen diesem einen Beinschuss, der ist enorm schwer zu verteidigen, direkt eine 4 geben. Das macht für mich keinen Sinn. Fange ich schon mal an. So, mach mal weiter. Ich sag also, zu jedem Spieler, ich hätte ihm eine 5 gegeben. Aber wegen diesem einen Beinschuss? Natürlich! Ja, aber das ist doch sowas, wie verteidigst du das jetzt am besten?
Den Ball muss er halten. Der steht da so dermaßen unmotiviert, den muss er halten. Aber hat er das nicht wieder aufgewogen durch wirklich... Nein. Okay. Okay, dann einigen wir uns auf diese vier. Ich hätte nämlich eine 3 gegeben. Er hätte es aufgewogen, wenn er kurz vor Schluss das 2-2 erzielt hätte, aber so kann das sein. Nee, aber das fand ich richtig schlecht von ihm. Ne? Also 4 finde ich ausreichend. Okay. Finde ich, trifft's perfekt. Er hat solide gehalten, hat ein Tor verschuldet, hat mitverschuldet, hat dann auch nach gut gehalten, aber ausreichend, das ist okay. Okay, dann einigen wir uns auf diese 4. Okay, also jetzt machen wir kurz die Viererreihe hinten. Stenzel ausreichend. Okay, wie, also auch da kurz deine Einschätzung, der Mann. Ja, ich hätte eine bessere Note gegeben. Natürlich. Ich glaube, Pascal Stenzel hat mehr erfolgreiche Pässe gespielt als die gegnerische Mannschaft zusammengenommen, oder? Ja, absolut. Ich glaube, 150 weißt du, Pässe gespielt. 154. Und das ist mehr als Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden hat den neuen Negativrekord aufgestellt. ist kein Scheiß. Es gab noch nie so wenig erfolgreiche Pässe in einer Zweitligapartie seit Erfassung der Daten. 70 Pässe kamen von Wien Wiesbaden über 90 Minuten an. 70. Ja, ich glaube, Stenzel hat 150 gespielt, von denen vermutlich 149,5 ankamen. 98% Passquote. Pascal Stenzel. Ja. 7 Torschussvorlagen. 182 Ballkontakte. Also, das ist für mich keine 4, das ist für mich eine 3. So. Ja, mindestens. Der ist eine Maschine einfach. Ja, also, das ist. Den möchte ich. Da müssen wir zusammenlegen. Ja. Beißt ihm aus. Crowdfunding und dann verpflichten. Ja. Stenzel muss bleiben. Schützt Stenzel also, vor diesem komischen Streich. Genau, also Pascal Stenzel 4. Ich weiß nicht, ich glaube, der George Mositis ist im Urlaub. Ja. Vielleicht hätte er ihm eine bessere Note gegeben, vielleicht auch nicht. Also Pascal Stenzel unberechtigerweise eine 4. Dann Philips 5,5. Das ist schon hart, aber ich gehe mit. Ach, 5,5 finde ich übertrieben. Er hat natürlich. Also eine 5 hätte er sich verdient. Also war kein gutes Spiel von ihm. Er hat einmal diese ganz schwache Aktion kurz vor der Halbzeit, als er da liegen bleibt, nachdem er einen Zweikampf gegen Ditkin verliert, wo ich mir auch gedacht habe, ey, dann renn wenigstens hinterher, dieses Liegenbleiben, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Du hättest den auch nicht mehr erreicht. Englischen Verteidiger. Ja. Und er hat dann auch mal so eine komische Kopfballrückgabe gehabt. Da musst du froh sein, dass Kobel so ein offensivdenkender Torhüter ist, dass der gleich zur Stelle war. Ja. Das war seine schwächste Partie für den VfB, gar keine Frage. Aber so 5,5, solche Noten hasse ich wie die Pest. Also eine 5 finde ich. Also 4,5. 4,5, okay. Dann haben wir Marc-Oliver Kempf mit einer 4. Das kann man, glaube ich, unterschreiben. Da würde ich dann sagen, okay, von den Werten her, ja. Ja, aber wenn du von sagst, der Kobel war schuld an dem Gegentreffer, dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, der Kempf sah aber auch nicht besonders gut aus bei dem ersten Gegentor. Das sah nicht besonders gut aus, sondern das ist halt komplett auf seiner Kappe mit Carazor. Also. Ich wollte es vornehm ausdrücken, also deswegen würde ich jetzt da auch eine 4,5 geben. Also das, ja. Wie gesagt, er hat die meisten Torschüsse aller Abwehrspieler abgegeben mit 4, also das ist ja auch nicht schlecht. Und nicht nur aller Abwehrspieler, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, er hat die zweitmeisten Torschüsse allgemein abgegeben. Also, nee, Quatsch, doch, ist richtig. Al-Ghadoui hat 6 abgegeben und dann kommt Kempf mit 4, genauso wie Mangala, und dann kommt Mario Gomez mit 3 Torschüssen. Also das ist die Ausbeute von Marc-Oliver Kempf, was ja schon beeindruckend ist. Und was auch noch beeindruckend ist, dass er die meisten Zweikämpfe aller Abwehrspieler gewonnen hat. 71%, dazu noch 2 gewonnene Dribblings und 2 erfolgreiche Tackles. Also das war keine schlechte Leistung von ihm, aber er sah natürlich einmal richtig scheiße aus bei dem 1-0. Ja. Also vier, ja, dann haben wir noch Borna Sosa mit einer 5,5. Ich glaube, das ist relativ unstrittig irgendwie. Ja, gebe ich eine 5. Es gibt keine 5,5 ist so. Ja, okay, das war eine 5. Also ja. Ein komplett gebrauchter Tag für ihn halt, wie schon erwähnt, inklusive schwerer Verletzung am Ende. Das war 5,5 ist für mich Rottätigkeit oder sonst irgendwas. Also das ist halt so auch, ja, also 5,5, na egal, ich möchte mich gar nicht drüber aufregen. Okay, wir machen weiter. Also dann weitaus besser als Borna Sosa, Atakan Karasor mit einer glatten 5. Ja, da streiten sich jetzt die Leute drüber schon mal eigentlich schon diskutiert. Also dann, da muss ich dazu sagen, ich komme nochmal zurück auf meinen Mitsitzer da in der Region, in der ich sitze, der wirklich die ganze Zeit auf Karasor geschimpft hat. Und da gab es einmal die Szene, da schreit er, jetzt schieß halt! Also wie ein Irrer. Und ich glaube, Karasor war am Mittelkreis. Ja, so, jetzt pass auf, dann gibt es eine Situation, da schießt irgendeiner vom VfB, ich glaube, es war Mangala aus 30 Meter oder so, jetzt schießt der Wimmer, ich kenn Kotze. So, und dann ging das die ganze Zeit so in mein Ohr, und das führt übrigens dazu, das kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich heute
ja, das Servicetelefon angerufen habe, des VfB Stuttgart und mich darüber informiert habe, ob ich meine Dauerkarte tauschen kann. Und ihr werdet es nicht glauben, ich kann sie tauschen. Und ich hätte sie sogar schon am Telefon tauschen können, aber ich musste den Platz direkt vor mir sehen. Es reicht mir nicht, wenn man mir irgendeine Nummer um die Ohren wirft. Deswegen muss ich nochmal nach Stuttgart fahren und werde meine Dauerkarte tauschen, denn dieser Sitznachbar ist nicht das einzige Problem. Auf der anderen Seite sitzt auch noch einer, der immer seine Beine ausstreckt und mir einen Platz wegnimmt. Das geht mir auch auf den Sack. Ich setze mich also woanders hin. Die Entscheidung aber wurde... Aber die Dame, die dich über ihre Fußprobleme informiert, die war super, nett, oder nicht? Die würde ich mitnehmen, wenn es sein muss. Ich glaube, es würde ja neben mir auf einem anderen Platz ganz gut gefallen. Kurze Frage an der Stelle. Dann können wir kurz mal platzmäßig, muss ich dich was fragen. Ich schwanke zwischen zwei Plätzen. Einmal wirklich so Scouting-Feed-mäßig, relativ weit oben, Oberrang, mittig, beste Sicht aufs Spiel. Oder direkt am Geschehen, unten, ja, erste, zweite, dritte, vierte Reihe. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist der richtige Platz? Ich könnte mir vorstellen, da ich mir die Spiele eh mal anschaue, dass ich eher da unten mich vielleicht tummle, um mehr so mitzubekommen, was ums Spiel herum passiert. Und den Scouting-Feed lasse ich dann Scouting-Feed sein und schaue mir das Spiel halt einfach bei Sky an. Du musst nah ran, weil die Perspektive von Haupttribüne mittig relativ weit oben, die kriegst du dann übers Fernsehen mit, aber du musst halt nah ran, um uns dann irgendwie sagen zu können, wenn Holger Badstuber Tim Walter beschimpft hat oder irgendwas anderes. Also nee, du musst ganz nah ran. Reihe 2, Kabinengang und dann kriegen wir Mission die heißen Insights. Ja. Das versuche ich morgen umzusetzen. Hoffentlich gelingt es mir. Gut, machen wir weiter mit den Noten. Wo waren wir? Wir hatten Karasow mit der 5 und dann die Außenposition Askasiba 4,5, Philipp Förster 3,5. Also bei Förster gehe ich nicht ganz mit, muss ich ganz ehrlich sein. Dem würde ich eher eine 4 geben, weil ich fand ihn nicht so stark wie gegen Bielefeld. Klar, war ja offensichtlich. Ja, und eben auch, weil er halt relativ wenig Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, für mich schon ein Problem gewesen. Dann nur 77 Ballkontakte. Das sind mit Askasiba zusammen die wenigsten Ballaktionen aller Mittelfeldspieler gewesen. Und er spielte ja dann auch als Zehner, nachdem die Davi ausgewechselt werden musste. Und ich glaube, das war auch für ihn kein so guter Tag. Also würde ich eher auf 4 gehen, muss ich ehrlich sagen. Genau, und bei Askasiba muss ja auch kein wirklich gutes Spiel von ihm, aber er hat, glaube ich, das 1:1 so ein Stück weit mit, wenn man ihm wohl ja, doch, das ist, war seine Vorlage, ja. Mit vorbereitet, da irgendwie einen Kopfball, den er so nach hinten verlängert oder auch nicht, ich weiß nicht, ob er drankommt. Und auch in der zweiten Halbzeit, diese richtig großen Chancen, war er immer mit beteiligt, weil er den Ball nochmal dann rechts in den Strafraum legt. Und ich habe ihn dann auch, das ist dann direkt vor meinem Platz, dann häufiger dann auch auftauchen sehen im Strafraum und nach den Ball nach innen legend. Also den fand ich dann offensiv dann schon erstaunlich stark. Also und weißt du, da Askasiba halt, Askasiba ist, würde ich sagen, 4,5 ist natürlich viel zu schlecht, also 2 wäre übertrieben, aber so eine 3,5 bis 4 würde ich ihm dann schon geben. Es war für mich der einzige Spieler, der immer online war. Schöne Grüße an Nico Willig. Und das hat man hervorragend gesehen bei der Aktion in der 89. Minute, als alle abgeschaltet haben, nachdem der Ball an den Pfosten ging, der Schuss von Mangala. Und Askasiba war der einzige Spieler, der direkt zum Ball gerannt ist, den Ball noch vor der Auslinie gerettet hat und dann eben wirklich überlegt, das Ding da so reingeschippt hat und die nächste große Chance kreiert hat. Also ich würde auch sagen, Askasiba von den Mittelfeldspielern, ja, also gerade was die Offensive angeht, auf jeden Fall mit einem soliden Spiel. 6 Torschussvorlagen waren übrigens die, ich schau mal nach, zweitmeisten nach Stenzel im gesamten Team. Also er hat da zumindest seinen Teil dazu beigetragen, dass der VfB einen Ausgleich hätte erzielen müssen. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Ja, also ich finde nach wie vor, dass er da draußen nicht so richtig gut aufgehoben ist, aber er hat trotzdem gut gespielt. Und wie gesagt, also ich glaube, gegen Wien Wiesbaden könntest du auch Kempf und Philips als Stürmer spielen lassen, Agadoui und Gomez in der Innenverteidigung. Und du musst halt trotzdem gewinnen. Ne? Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du halt komplett versagt. Und das war am Freitag leider der Fall. Das war irgendwie so ein Kollektivversagen. Ganz kurz eine Frage. Du als Askasiba-Fan, ja? Wäre das für dich der Sechser, den du sehen wollen würdest? Oder bist du da eher bei Mangala? Schwierig. Also ich finde, er ist halt auf der Außenposition, da gibt es sicherlich bessere, die da spielen können. Also er macht das Beste, was er draus machen kann. Aber da wird mehr gehen und er muss zentral spielen. Da kann ich auf der 10
gibt's auch bessere, natürlich. Also ja, ich finde, er muss halt schon auf der 6 spielen. Und dann musst du halt vor ihm noch einen anderen haben. Und ich könnte auch mir Askasiba und Mangala irgendwie zusammen vorstellen, mit ein bisschen Fantasie. Aber ich finde, er muss ja wirklich zentral spielen, aber wir hatten es ja auch schon mal thematisiert, vielleicht ist die zweite Liga, dann sind die Gegner auch zu offensiv schwach, um halt einen Askasiba halt so die richtige Position zuzuweisen können, zu können. Ist ein bisschen schwierig, aber so aus dem Flügel finde ich ihn schon so ein bisschen verloren. Wobei man eins entkräften kann, und zwar hörte man ja immer, ja, der Askasiba, der spielt ja immer so gefährliche Pässe, beziehungsweise die kommen da nicht an und so. 93% Passquote. Das war schon gut. Der richtig also, gut gespielt. Ja. Ja, also ich fand den Wert echt gut. Ich meine, er hat natürlich deutlich weniger Pässe gespielt als zum Beispiel Karasor, aber das haben wir ja thematisiert. Karasor spielt dann viel quer ja. Nach hinten. Das ist eine ganz andere Position, kann man nicht vergleichen. Du kannst ja auch nicht sagen, der Stürmer hat zu wenig Zweikämpfe gewonnen im Vergleich zum Innenverteidiger. Genau. Das macht keinen Sinn. Aber da zeigte er ja schon, dass er einen guten Ball spielen kann. Dazu kommt natürlich diese fast wieder 13 Kilometer, die er da abgespult hat, die hervorragend sind. Und klar, die Zweikampfwerte, daran muss er arbeiten, aber vielleicht würde er sich dann als klassische 6 auch wohler fühlen. Es wäre ein Risiko auf der anderen Seite, also das heißt ein Risiko, es wäre aus meiner Sicht eine kleine Überraschung, wenn er auf der 6 spielt, aber ich meine, wenn ich es gegen wen Wiesbaden nicht ausprobiere, gegen wen denn dann? Also was soll denn da passieren? Aber du siehst ja, du hast auf der einen Seite dann, also nach den Wechseln, auf dem einen Flügel Askasiba und auf dem anderen Flügel hast du halt dann Wawan Gituka und dann siehst du ja, was du in der zweiten Liga brauchst. Denn du brauchst jemanden, der halt mit viel Risiko nach vorne geht und dann Chancen kreiert. Das ist natürlich dann jemand wie Wawan Gituka oder Silas und nicht jemand wie Askasiba. Also der ist da halt einfach nicht perfekt aufgehoben und macht's halt dann, denke ich, für das, was er kann, macht das dann trotzdem sehr, sehr ordentlich, aber zentral, ja, und ein findet letzter er sicherlich Satz, besser seinen Platz. Ein letzter Satz noch zu Santiago Askasiba, der hat ja von mir auch ordentlich sein Fett wegbekommen, als er die Aktion gebracht hat mit, ich möchte auf der 6 spielen und so. Ein bisschen habe ich ihn wieder ins Herz geschlossen, denn dieser Jubel, als es 1:1 fiel, ich wäre am liebsten ja ihm um den Hals gefallen, weil das war so ehrlich und so emotionsgeladen. Da musste ich schon kurz sagen, besten nicht einfach wieder verzeihen. Aber so weit bin ich noch nicht. Also ich bin immer noch ein bisschen angepisst, Sandy. Muss noch mehr kommen. Das erste Tor will ich noch sehen in der Saison von dir. Ja, er muss auf jeden Fall ein Tor machen. Aber je weiter er nach vorne rutscht in der Aufstellung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft. Ich dachte ja, gegen Hannover wäre es schon so weit gewesen, als er auch so offensiv gespielt hat. Aber ja, das wird passieren in dieser Saison. Muss. Ja, muss. Mach mal noch kurz die Noten fertig. Ja. Die Davi leider keine Note. Mir wurde ja vorgeworfen, ich hätte den frühen Ausfall von Dani Didavi irgendwie gejinxt, weil ich halt in der letzten Folge so oft erwähnt habe, dass er jetzt schon 8 Spiele oder 9 Spiele in Folge fit ist. Und also ich bin nicht schuld. Also das war ich einfach nicht. Jetzt ist er leider verletzt und leider auch mit nicht nur Muskelfaserriss, sondern Muskelbündelriss. Das dauert, ich glaube, ja, 4 bis 6 Wochen. Also ich würde mal prognostizieren, Hinrunden aus eigentlich. Ne? Ja, bei Didavi würde ich auch eher 8 Wochen sagen als 6. Und, genau, und dann vorsichtig wieder ranführen, irgendwie muskuläre Geschichte. Also vermutlich, das ist die schlechte Nachricht, Hinrunden aus. Die gute Nachricht, die Rückrunde beginnt ja auch noch vor Weihnachten. Aber ja, das ist irgendwie... Stimmt, ja. Ja, ist ja so. Ich glaube, irgendwie kurz vor Weihnachten haben wir das letzte Spiel in diesem Jahr und das ist gegen Hannover. Ne? Das ist genau. Der 18. Spieltag. Dreimal in einem Kalenderjahr gegen Hannover und das ohne furchtbar, oder? Ja, das ist nicht schön. Ja, aber trotzdem irgendwie ja relativ krasser Ausfall, weil auf der Position haben wir ja... Nein, eigentlich, du hast Clement. Du hast Clement und ich... Also ich wünsche mir aber so sehr... Aber auch der ist ja gerade nicht fit. Genau, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen schwer am Magen liegt, denn ich wünsche mir so sehr, dass Clement endlich mal fit ist und dann auch zu Kräften kommt und dass der Spieler eigentlich zu gut ist für die zweite Liga, hat er letzte Saison mit Paderborn bewiesen. Und der hat alles, was du brauchst, um ein guter Zehner, also in der zweiten Liga, allemal zu sein. Und bislang, zum einen, weil er häufig verletzt war, findet er irgendwie nicht so richtig in die Saison und ich weiß auch nicht, ob die Position, die er unter Weiter gespielt hat, ihm so richtig gut tat, weil er wirkt da irgendwie so ein bisschen gebremst, also er kann das gar nicht so zeigen, was er in Paderborn gezeigt hat und jetzt hoffe ich, dass er die 2 Wochen nutzt, fit wird und dann seine Chance bekommt gegen Kiel.
als Zehner und das ist halt so ein Spieler, auf den habe ich mich so gefreut und der hat mich deswegen halt bislang auch so enttäuscht. Also ich meine das gar nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, aber das war halt echt ein Transfer, als ich das mitbekommen habe. Ich glaube, direkt nach dem Abstieg war das oder war das? Nee, das war, glaube ich, nach dem Hinspiel, als er bekannt wurde. Genau, der Philipp Clement war ja der, der sagt, der kommt zum VfB, ja, egal in welcher Liga sie spielen. Genau, und da war ich richtig stolz auf diesen Transfer. Da habe ich so gedacht, geil, also das ist echt ein Spieler. Da würden sich manch Bundesligisten die Finger nachlecken. Und ja, jetzt geht das bislang nicht auf. Und ich wünsche mir einfach, dass er jetzt die Chance bekommt und sie dann auch nutzt. Also das ist meine Hoffnung. Ja, absolut. So, Mangala, was hat der denn eigentlich? Mangala wurde eingewechselt, klar, die Minute, Note 4 hat er bekommen. Ja. Ja. War ein also, okayes Spiel, aber. Ich fand's dann gegen Ende des Spiels erstaunlich. Also er kann doch wirklich auch echt so aufs Tor schießen, also keine Rückgaben, sondern einen richtigen Schuss halt, ne? Und der war auch richtig gut, halt leider Außenpfosten, aber war okay. Aber findest du seine Schüsse? Also, ich habe von Mangala noch nie so eine richtige Rakete gesehen. Also, das sind immer so. Entweder ja, sind sie, aber solange die Dinger halt irgendwie ins Eck reinschlänzt, muss er von mir aus auch nicht Vollspann schießen. Also nee, aber die kommen ja noch nicht mal ins Eck. Aber jetzt gegen, das war gegen Bielefeld, wo irgendwie von Oskar Sieber relativ gut freigespielt wurde und dann irgendwie mit der Seite diesen Rückpass spielt, das geht halt gar nicht. Ne? Also, aber wenn er aus 18 Metern schlänzt und das Ding ist platziert, ist mir ja, für mich okay. Also der muss da nicht Vollspann schießen. Hauptsache, das Ding ist drin oder irgendwie knapp drin. Ja, das war okay, aber auch. Ja, war auch keine überragende Leistung, also ausreichend trifft's dann ganz gut. Der andere Einwechselspieler, Silas, war Mangituka, kam in der 60., also 59. für Sosa, der ausgewechselt werden musste wegen seiner schweren Gehirnerschütterung, hat die Note 4,5 bekommen. Wäre vermutlich anders ausgefallen, wenn er das Kopfballtor gemacht hätte in diesem und diesen Chancenstaccato da. Diese, weiß nicht, ob es eine Flanke sein sollte oder ein Torschuss, der so ganz knapp am rechten Pfosten vorbeikullerte. Kannst du dich an die Szene erinnern? Oh ja, stimmt. Das war auch geil, weil ich sah das von meinem Platz aus und es sah halt aus wie eine Flanke, ja. Und dann deutete sich immer mehr an, dass das hinten knapp wird am Pfosten und es wäre halt so ein vermutlich ein typisches Silas-Tor geworden, weil der ja immer die besondere Aktion auspackt. Aber leider Gottes ging das Ding nicht rein. Aber das war eine schöne Aktion. Also genau, und jetzt Einwechslung, Massimo für Philips 5,5. Was? Das finde ich jetzt völlig daneben, weil da hätte ich gesagt, das war eine 3,5. Also das war sein erstes Heimspiel und er hat richtig für Alarm gesorgt, oder? Gebe ich dir absolut recht. Massimo war für mich so ein kleiner Sonnenschein bei dem vielen drüben, was da auf dem Platz so abging. Also natürlich hat er jetzt auch kein herausragendes Spiel gezeigt, aber mit ihm kam so ein gewisser Schwung wieder in die Partie. Es entstanden neue Situationen, Chancen. Das Tempo, was er mit reingebracht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Entschlossenheit, dann wirklich sich auch was zuzutrauen und einen Abschluss zu suchen in manchen Situationen, hat mir ganz gut gefallen. Das fehlt mir zum Beispiel dann auch mal vom Mangala oder so, dass man dann einfach zielstrebiger versucht, jetzt ein Tor zu erzielen. Und Massimo, und das kann ich auch vorwegnehmen, gefällt mir wirklich bislang in seiner Entwicklung richtig gut. Ich war ja gestern auch noch kurz bei der U21 und habe mir das angeschaut. Und klar, es ist Oberliga, schon klar. Aber du erkennst halt einfach, dass das ein besonderer Spieler ist. Also es gab da eine Situation in der zweiten Halbzeit, in der der VfB ja aufgedreht hat, also die zweite Mannschaft. Da kriegt er den Ball als Rechtsverteidiger relativ weit hinten in der eigenen Hälfte und dribbelt das komplette Mittelfeld schräg aus. Also er läuft praktisch schräg rüber auf die linke Seite, dribbelt da komplett das Mittelfeld aus, nimmt sich dann auch noch den Rechtsverteidiger von Ravensburg vor und kommt zum Abschluss. Und da stehst du halt mit einem offenen Mund da. Also weil das ist selbst für Oberliga-Verhältnisse einfach, das war einfach grandios. Also der Massimo ist ein Spieler, der mit Sicherheit noch so eine gewisse Zweikampfstärke sich irgendwie aneignen muss. Aber das ist jemand mit der, also wenn man dem die richtige Zeit oder die nötige Zeit gibt, sich zu entwickeln, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Da wird das ein sehr, sehr guter Spieler. Gut, und er wäre auch gegen Wien Wiesbaden zu seinem ersten Saisontreffer gekommen, wenn nicht Al-Ghadoui spektakulär auf der Linie geklärt hätte. Hammer, oder kurz vor der Linie. Also. Tja, da fehlt die Sprungkraft. Ja. Was hat der denn eigentlich für eine Note bekommen? 3,5. Wegen des Tors wahrscheinlich. Ja, kann ich aber auch so mitleben. Ja, also, nee, war okay. Also der war auch einer von denen, die fast immer online waren. Und und Gomez? Passt für mich halt. Was hat der bekommen? 5. Ja, also das finde ich jetzt. Das würde ich auch unterschreiben, ja. Ja, also
besser war er auf jeden Fall nicht als der Fünfte. Besser war er auf keinen Fall, ja. Nee, soll ja nicht polemisch klingen, aber mir persönlich ist das halt einfach ein bisschen zu wenig. Also ich möchte trotzdem abschließend eins sagen. Bei aller Kritik, und es war mit Sicherheit auch wirklich zeitweise echt schwer mit anzugucken, die zweite Halbzeit war richtig, richtig gut. Normalerweise schießt du da 2, vielleicht sogar 3 Tore. Ich meine, da kannst du jetzt weder dem Trainer einen Vorwurf machen, dass er irgendwie die falschen Leute aufgestellt hat. Wenn der Ball 4-mal an Pfosten geht, einmal gab es noch so eine Lattensituation, da war, glaube ich, vorher Abseits oder so gepfiffen. Also kann man sagen, 5-mal Aluminium, dazu 3-mal auf der Linie gerettet, entweder vom eigenen Spieler oder vom gegnerischen Spieler. Also das war schon ziemlich stark, was sie in der zweiten Halbzeit da gezeigt haben. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich lehne mich weit aus dem Fenster, es wird nicht oft solche Halbzeiten geben, aus der VfB dann ohne eigenen Torerfolg rausgeht. Also insgesamt sehe ich schon eine gewisse Entwicklung. Also ich finde, sie waren in ihren Aktionen zielstrebiger und sie haben auch mehr Möglichkeiten gefunden, sich Chancen zu erspielen im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Aue-Spiel. Ja? Und die Herangehensweise beider Mannschaften war ja ähnlich, Aue und Wien Wiesbaden in der zweiten Halbzeit vor allem. Und ich finde, da sind wir schon etwas einfallsreicher geworden. Wir kommen zu guten Torchancen und die muss man halt nutzen. Und das ist die Kritik, die man definitiv anbringen muss. Die Jungs, die da vorne die Möglichkeiten haben, müssen einfach diese Chancen einfach dann ja verwerten. Was soll man sonst anderes sagen? Tim Walter sagt ja auch, wir müssen entweder noch mehr Torchancen kreieren oder wir müssen vorne konsequenter sein. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, weil insgesamt hat der VfB genügend Ballbesitz, gewinnt die Zweikämpfe, wobei ich glaube, bei den Zweikampfstatistiken war Wien Wiesbaden sogar vorne, wobei ich die wirklich selten als erstes mir anschaue, aber es war so. Gewonnene Zweikämpfe. Warte, jetzt kann ich dir sagen, Zweikampfquote. 46, 54. Ja, 46 Prozent VfB zu 54 Wien Wiesbaden. Genau, das war der einzige Wert, davon natürlich noch klärende Aktionen und so, da war Wien Wiesbaden natürlich auch weit voraus, aber das war der einzige Wert, den man so sich anschaut, den Wien Wiesbaden für sich verbuchen konnte als ja, gewonnene Statistik, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, Zweikampfwerte, tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Ich meine, wenn du das Spiel gesehen hast, dann, also wenn es ist unglaublich, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen. Ja, es ist unglaublich, deswegen. Ja, aber ich finde, das war vom VfB auch hart erarbeitet, weil man halt die erste Halbzeit so komplett arrogant, schläfrig, ja, pomadig angegangen ist. Und es kann doch nicht sein, dass du in die Halbzeit gehst und du liegst dann 1-2 zurück und du fragst dich, hey, um wie viel Chancen hatten wir? Wir hatten eine Chance, ja? Also mehr gab's halt nicht. Und dann siehst du die zweite Halbzeit, da hast du irgendwie 58 Chancen und der Ball springt halt ständig an Latte, Pfosten, Gegenspieler oder Mitspieler. Aber du hast halt in der ersten Halbzeit verloren, weil du kannst da nicht mit 1-2 rausgehen, weil du dir keine Chancen erarbeitet hast. Und das ist dann schon der Mannschaft und dem Trainer anzulasten. Und du kannst dich ja nicht nach 90 Minuten hinstellen und sagen, ja, wir hatten so Pech in der Chancenverwertung. Nee, also du hast es in der ersten Halbzeit verloren. Dann kommt halt das Pech dazu. Und wie gesagt, auch das reicht sich aus. Ich glaube, wir haben jetzt genauso oft Pfosten und Latte getroffen wie Greuther, Fürth und Bielefeld in den letzten zwei Spielen. Ne? Also irgendwie gleicht sich halt alles aus. Und du darfst gegen Wien Wiesbaden nicht verlieren, nur weil du halt viele Chancen nicht reingemacht hast. Du kannst dich hinterher dann drüber beschweren, dass du nur 2-1 gewonnen hast statt 5-1, weil du so oft Pfosten und Latte getroffen hast. Aber du kannst halt als Verlierer nicht rausgehen zu Hause vor 47.000 Zuschauern, vor 200 Gästenfans, ne? Also das geht halt nicht, klar. Manuel Schäffler ist in Form seines Lebens, der trifft wahrscheinlich auch, wenn den nachts um 2:30 wächst, barfuß irgendwie ins Tor. Aber trotzdem, das Spiel kannst du nicht verlieren. Das geht halt einfach nicht. Und du kannst dich auch hinterher nicht hinstellen und dann über Chancenverwertung jammern und darüber winseln, dass dann die Gangart des Gegners zu hart war. Ich meine, du spielst gegen einen Drittliga-Aufsteiger einfach, ne? Also. Vielleicht war es die richtige Quittung zum richtigen Zeitpunkt eben genau. Absolut, ja, das könnte sein, ja. Ja, dass man sich halt eben nicht diese Nachlässigkeiten erlauben darf, weil man denkt, ach, das biegen wir schon noch um. Ja, jetzt hast du halt gesehen, nee, du biegst es unter Umständen nicht mehr um. Und vielleicht war es ein wichtiger Prozess, den die Mannschaft durchlaufen muss. Ich erinnere da an die letzte Zweitligasaison, als man in Dresden 5-0 auf die Fresse bekommen hat. Also vielleicht brauchst du einfach solche überraschenden und deutlichen Niederlagen oder anders, einmal überraschend und einmal natürlich deutliche Niederlagen, um so ein bisschen auch wieder wachgerüttelt zu werden, dass das hier kein Spaziergang ist in der zweiten Liga. Und ich könnte mir vorstellen, dass man
jetzt das Spiel auch anders analysiert, als wenn man zum Beispiel das Spiel noch gedreht hätte oder unentschieden gespielt hätte. Ja, da hätte man, wie du sagst, vielleicht schon damit argumentiert, ja, Chancen nicht genutzt und hätten 4-5-2 gewinnen müssen oder so. Und so muss man halt sagen, nee, ihr habt halt einfach dieses Spiel nicht gewonnen. Also von daher gebe ich dir eigentlich recht, dass man ja hier nicht nur die Chancenverwertung als Ausrede anbringen darf, sondern eigentlich die mangelnde Einsatzbereitschaft vor allem in der ersten Halbzeit anführen. Genau, und muss, dieses 1-2 zu Hause gegen Wien Wiesbaden ist genauso peinlich wie das 0-5 in Dresden oder das 0-3 damals in Würzburg. Und wenn wir jetzt halt Dresden und Würzburg kumuliert jetzt erlebt haben, dann ist es ja auch völlig okay. Also wenn das jetzt so der Knalleffekt war, den man braucht, um zu sagen, hey, und jetzt im nächsten, wir spielen jetzt noch mal zu Hause gegen Kiel, genau. Da müssen wir halt dann wirklich, das kann so nicht sein, dann war das ja vielleicht wirklich so der Schockmoment zur rechten Zeit, um halt Punkte verloren gegen einen Gegner, der einem Aufstieg nicht gefährlich werden kann. Ja, also das wird sich zeigen, wie wertvoll dann vielleicht doch diese Niederlage zur rechten Zeit war. Aber ja, das schlechte Gefühl bleibt, dass es ein Spiel war, was man auf gar keinen Fall verlieren darf. Und bei aller Kritik an unserer Mannschaft und so, muss man natürlich auch ein Lob an Wien Wiesbaden aussprechen, die das hervorragend gemacht haben, ja, ihre wenigen Chancen genutzt und dann wirklich grandios verteidigt, muss man einfach so sagen. Und hinten mit ihrem neuen Torhüter, wie heißt der, Heinz? Hans Lindner. Genau. Ja, super einfach gehalten. Ne? Also, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn der glaube ich, zweimal mit der Mannschaft trainiert oder so, aber der hat er grandios gehalten. Also. Also die Spielerlaubnis kam sogar erst am Freitagmittag, genau, also bis dahin sah es eher so danach aus, dass der andere Torhüter spielen müsste, und ich bin mir sicher, dass der VfB da etwas erfolgreicher gewesen wäre, weil das ist jetzt nicht so ein ganz so guter Torhüter, wie Heinz Lindner. Also das war schon eine richtig, richtig starke Leistung von Wien Wiesbaden, Respekt dafür. Das ging mir auch so ein bisschen unter, weil natürlich dann immer darüber gesprochen wurde, dass der VfB sich mehr oder weniger selbst ein Bein gestellt hätte. Da sind wir auch noch bei diesem Zitat, das ja immer wieder ausgegraben wurde von Tim Walter, der zum einen gesagt hat, uns kann keiner ein Bein stellen, ja, das hat er auch so gesagt, aber er hat immer angeführt, außer wir uns selber, beziehungsweise wenn wir halt eben die Spiele, genau, nicht so annehmen mit der Ernsthaftigkeit, die man braucht, um Zweitligaspiele zu gewinnen, ja, dann verlieren wir halt auch mal. Deswegen, das ging mir auch so ein bisschen auf den Sack, dass danach immer jeder oder jede Redaktion aufgemacht hat damit, dass Walter gesagt hat, uns kann keiner am Bein stellen, dann kommt Wien Wiesbaden. Er hat es ja eigentlich genau im Vorfeld erklärt, wie es dann auch gekommen ist. Also der VfB hat hier eben nicht über 90 Minuten die Leistung abgerufen, die sie instande sind abzurufen, und dann gehst du halt auch gegen den Tabellenletzten der zweiten Bundesliga mit 0 Punkten nach Hause. So einfach ist es. Genau, und ich lieb ja wirklich Underdog-Fußball total, also deswegen habe ich auch das, was Wien Wiesbaden da gespielt hat, relativ wohlwollend beobachtet, und die hatten ja aber wirklich in der kompletten zweiten Halbzeit waren die ja, glaube ich, einmal in der Stuttgarter Hälfte, hatten da aber noch eine super gefährliche Chance, also die auch fast drin war, aber ansonsten hat Wien Wiesbaden ja offensiv in der zweiten Hälfte nicht stattgefunden, aber haben es gut verteidigt hinten. Heinz Lindner hat es richtig gut gehalten im Tor, und ja, wir hatten es im Vorgespräch kurz erwähnt, die übermäßig harte Gangart, die Tim Walter dann da reklamiert hat im Nachhinein, haben wir beide jetzt so im Stadion auch nicht unbedingt gesehen, weil die rote Karte gegen den Wiesbadener Spieler war eher auch so aus der Kategorie, kann man geben, muss man nicht geben. Und klar, dass Borna Sosa dann bewusstlos auf dem Platz liegt, das sollte nie passieren, aber auch das war eher das Resultat eines relativ robust geführten Zweikampfs aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht zumindest, und nicht irgendwie das Ergebnis einer üblen Tätigkeit. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Diese rote Karte, also ich sehe es auch so, dafür kannst du rot geben, fertig, aus. Also das ist keine Fehlentscheidung, gar keine Frage, aber da gibt es auch genügend Torhüter, also ich bin halt völlig verwirrt, Schiedsrichter, du meinst, ja, die dann sagen, ja, hey, okay, der ist erst 7 Minuten auf dem Platz, ich gebe ihm hier sozusagen die dunkelgelbe Karte und gebe dem Trainer nochmal die Möglichkeit zu wechseln oder ja, dem Spieler irgendwie die Möglichkeit, sich jetzt hier zu beruhigen oder so. Aber die rote Karte geht schon in Ordnung, damit kann ich leben. Und dieses Foul gegen Borna Sosa, muss man halt sagen, ich glaube, solche Szenen gibt es halt häufiger in den ja, diversen Spielen. Und also wenn du jetzt da Freistoß pfeifst, das geht für mich klar, aber es ist für mich, wie du sagst, jetzt kein
kein überharter Einsatz, sondern es war halt einfach sehr unglücklich, dass Sosa mit dem Kopf gegen die Schulter des Gegenspielers prallt und dann auch noch den Impact auf den Torso abbekommt und sozusagen dann wirklich einfach zweimal durchgeschüttelt wird, und so sah er danach auch aus. Also er war ja komplett weg. Und immer schwierig, also das ist immer ein großes Problem mit Kopfverletzungen, anders als jetzt vielleicht beim American Football, das wurde ja auch dann sofort ausgegramt und viele haben gesagt, das sah eher aus wie Football, da gebe ich den Leuten recht, aber beim Football stellen sich die Spieler wenigstens noch auf diesen Impact ein, also sprich, du erwartest jetzt den Schlag und versteifst natürlich dann deinen Nacken beziehungsweise spannst die Nackenmuskulatur an und so wird der Impact ein bisschen abgefedert, was natürlich auch nicht ausreicht, aber ein bisschen zumindest, und hier glaube ich, dass Borna Sosa komplett kalt erwischt wurde und das sah richtig, richtig übel aus, man musste sich da wirklich Sorgen machen, eine schwere Gehirnerschütterung, ich bin mal gespannt, wann der wieder spielen kann und ich hoffe, dass man sich da auch genügend Zeit lässt, ja? Wir haben ja schon einen prominenten Fall gehabt in der vergangenen und ich glaube auch in der Saison davor mit Timo Baumgartel, der immer wieder an Gehirnerschütterungen laborierte, ja. Und Zeit lassen, gesund werden lassen und bloß nicht zu früh zurückkommen. Also genau, und da wir ja mit Emiliano Enzua halt auch jemanden haben, der die Position halt 1:1 bekleiden kann, dann vielleicht nach Ansicht mancher nicht ganz so gut wie Borna Sosa, glaube ich, dass man sich da Zeit lassen kann. Und ich würde halt, also ich persönlich würde halt mal wetten, jetzt bei beiden Verletzten, die Davi und Sosa, Hinrunden aus einfach, ne? Also bei Borna Sosa auch zum Eigenschutz und bei Didavi auch, also aufgrund seiner Verletzungshistorie, dass man sich der Zeit lässt, ihn relativ langsam wieder ranführt, aber ich glaube, die beiden sehen wir in der Hinrunde nicht mehr. Es wäre natürlich auch mal interessant, ob es in der medizinischen Abteilung des VfB Stuttgart auch so eine Art Concussion Protokoll gibt, ja. Ähnlich wie im American Football, dass du praktisch überprüfst, ob der Spieler in dem Fall noch Symptome einer Gehirnerschütterung hat, beziehungsweise noch Auffälligkeiten hat, nachdem eigentlich die ersten Symptome schon abgeklungen sind. Also auch hier, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, meine Leidenschaft gehört dem MMA und da gibt es natürlich häufig Gehirnerschütterungen und da bekommst du halt dann schon regelmäßig mit, was das für langfristige Auswirkungen hat. Ich rede jetzt nicht von einer langen Boxerkarriere, sondern wirklich so dieser erste Knockout. Ja, also da gibt es halt genügend Kämpfer, die inzwischen sagen, okay, ich 6 Wochen lang mache ich gar nichts mehr. Also gibt es halt gar keinen Impact mehr, weil die Folgen so dramatisch sind. Und im Fußball ist der Impact natürlich vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt bei einem Faustkampf. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht gut, wenn er sich, sag ich mal, 3 Wochen später eine Kopfnuss einfängt bei einem Zweikampf in der Luft oder so. Also da geht es wirklich, wirklich behutsam mit dieser ganzen Verletzungsgeschichte umzugehen, mit den Kopfverletzungen. Und da ist auch noch viel Arbeit zu leisten, glaube ich. Nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch international und in der Bundesliga. Also ja, generell im Fußball. Ne? Also wenn man sieht, wie sich nach wie vor Trainer immer noch damit rühmen oder wieder damit rühmen, dass sie halt weiter gespielt haben, obwohl sie nicht wussten, welches Jahr man hat oder so, dann gut. Ja, es wird ja auch immer noch viel Spaß in eurem weiteren Leben, also wenn ihr dann irgendwie als demente Greise sabbernd irgendwo dann da rumsitzt. Ja, es wird ja immer noch davon gesprochen, dass jemand besonders hart drauf war, weil er weitergespielt hat mit Torbahn und so. Ist halt kompletter Bullshit. Also es macht halt überhaupt keinen Sinn, wenn ein Spieler bewusstlos war, ihn wieder aufs Feld zu schicken. Egal, ob der sagt, ich kann wieder spielen. Ja, also das macht keinen Sinn. Jeder Spieler, der am Boden lag und kurz weggetreten war, der gehört nicht mehr aufs Feld. Wie man das jetzt löst, keine Ahnung. Es ist halt einfach ärgerlich, verstehe ich auch für den Trainer, der dann vielleicht einen Spieler auswechseln muss, der an sich jetzt wieder klar wirkt. Aber ich bin der Meinung nach einem Schlag auf den Kopf, der dazu geführt hat, dass das Spiel unterbrochen werden musste oder dass der Spieler halt behandelt werden musste und vielleicht kurz weggetreten war, muss dieser Spieler ausgewechselt werden. Das geht nicht anders. Also es ist einfach zu riskant, da weiterzuspielen. Und ich hoffe, dass es da in der Richtung irgendwann eine Entwicklung gibt, dass man vielleicht der medizinischen Abteilung, aber auch den Trainern die Möglichkeit gibt, mit einem Zusatzwechsel oder so dann darauf reagieren zu können. Wobei, dann wird es natürlich wieder so Situationen geben, dass irgendwelche Spieler plötzlich Kopfverletzungen vortäuschen oder sowas. Es ist nicht leicht, das verstehe ich schon. Aber die Gesundheit geht vor. Aber da muss halt irgendjemand geben nochmal, der sagt, ne, also wenn jetzt den schon den Videoschiri eingewechselt haben, dann muss es vielleicht noch einen Medical Assistant Referee geben und der sagt, hey, Spieler mit der Nummer 9, der muss ausgewechselt werden. Punkt, aus, Schluss, der muss raus. Ne? Ist auch ein guter Punkt. Um ihn selbst zu schützen. Also. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, im Zweifel immer im Rasenfunk, die Überlegung, dass man praktisch keine Vereinsärzte
am Platz hat, sondern dass das ja einfach Verbandsärzte oder so, ja klar. Ja, also halt. Von der DFL oder vom DFB gestellte Ärzte sind, die dann vor Ort sind und natürlich dann die weiterführenden Untersuchungen, die werden natürlich dann schon von Vereinsärzten gemacht, aber wenn es darum geht, jetzt einfach, sag mal, die erste Diagnose auf dem Feld zu stellen, sind dann eben Sportmediziner, die für DFB oder DFL, je nachdem, weiß ich jetzt nicht, wie man das lösen müsste, arbeiten, die treffen dann die ersten Diagnosen. Das könnte natürlich dazu beitragen, dass man das jetzt nicht so leicht faken kann. Wobei, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, mir ist schwindelig, mir ist schlecht, genau, dann hast du alle Symptome. Ich weiß nicht, wie ich heiße und wie alt ich bin. Ja. Ja, gut, aber es ist ja immer so, aber trotzdem ist da, gibt's da noch viel Aufholbedarf im Fußballbusiness. Eins muss ich noch kurz ansprechen, und zwar ist das nochmal Atakan Karasor, den lassen wir hier nicht aus. Mir ist jetzt aufgefallen im Spiel gegen Wien Wiesbaden, dass man ihn so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht hat. Erinnere dich mal, es gab, glaube ich, das Spiel gegen Greuther Fürth, als Insua derjenige war, der immer wieder, dem wurde immer der Ball gelassen und der wurde dann angelaufen, weil man wusste, okay, da kommt eh nur Scheiße bei raus. Ich bring's jetzt mal auf den Punkt. Und gegen Wien Wiesbaden konnte man sehen, dass sobald Karasor den Ball hatte, eben ein Wien Wiesbadener Spieler sofort auf den drauf marschiert ist und somit natürlich dann diese überhasteten Aktionen erzwungen hat und eben Fehler. Und ich glaube, auf einer Linksverteidigerposition kannst du dir das Ganze mal erlauben, dass dann vielleicht ein Spieler als Schwachstelle ausgemacht wird und der verteidigt nach hinten dann vielleicht noch ganz gut und kriegt so irgendwie einen Griff. Aber auf der Sechserposition ist es schon äußerst riskant, wenn plötzlich dein Gegner sagt, hier, da können wir attackieren. Und dann erobern sie den Ball, beziehungsweise Karasor spielt einen schlechten Pass auf seinen Mitspieler und man kann den ablaufen, wie auch immer. Also auch da hätte ich, glaube ich, ein besseres Gefühl, wenn gegen Kiel Mangala auf der Position aber spielen würde. Gerade gegen Kiel, ausgerechnet. Ja. Aber das heißt ja, wenn die WN Wiesbadener Karasor als Schwachstelle ausgemacht haben, das heißt auch, Rüdiger Rehm ist auf Twitter, oder? Da gehe ich von aus. Also, Rüdiger Rehm ist ja schon so ein Unikat auch. Also das ist ein typischer Zweitligatrainer, finde ich. Ja, einfach so Trainer, die du in der Bundesliga nicht siehst. In Bielefeld dann auch grandios scheitern sehen, da war er ja nicht wirklich lange. Auch nicht mit vielen Vorschusslorbeeren hingegangen. Aber das sind so Trainer, die vermisse ich, so Typen, die vermisse ich in der Bundesliga einfach. Da hast du halt jetzt so Nagelsmänner, so, Entschuldigung, ich sag's einfach, wie es ist, so Lackaffen, die brauche ich halt nicht. Ja. Nee, es ist halt so, also ich brauche halt so jemanden nicht. Und ich mag auch Christian Streich, ein reines Unikat, der Kulttrainer. Ja, Kulttrainer am Arsch, der weiß natürlich auch, wie er, der weiß dann natürlich auch, wie er es machen muss. Also könnte man nicht sagen, dass der jeden Tag die Journalisten wissen auch, wie sie es machen müssen, ja. Genau so sieht's aus. Aber Rüdiger Rehm, ja, der macht da nichts Spektakuläres, der wirkt so ein Stück weit wie so ein typischer Oberliga- oder Landesliga-Trainer da an der Seite. Vielleicht, keine Ahnung, ist er vielleicht auch nicht viel besser als manch Oberliga-Trainer, aber mir gefällt das, wenn so Typen, so typische Zweitliga-Trainer da an der Seite stehen und ihr Ding durchziehen, und ein Stück weit gönne ich es ihm dann auch. Ja? Also es ist ja auch jemand, der hier aus der Region kommt, Sonnenhof Groß-Asbach, war er erfolgreicher Trainer, bei Reutlingen hat er gespielt, also das ist ja schon jemand, der einfach hier zur Region so ein Stück weit gehört, und ich freue mich, wenn er jetzt, sag mal, mit Wien Wiesbaden zumindest nicht direkt wieder runtergeht. Das würde ich nicht. Und vor allem, er steigt halt mit Wien Wiesbaden auf und verliert dann die ersten 7 Spiele irgendwie, oder er hat es nicht alle verloren. Gegen Bochum haben sie ja 13-0 zur Halbzeit geführt, dann noch 3-3 gespielt. Aber er wäre vermutlich überall anders schon weg gewesen, und sie halten dann ihm fest, und dann gewinnt er gegen Kiel und gewinnt jetzt in Stuttgart, ist nicht mehr letzter, sondern vorletzter, aber irgendwie auch irgendwie nett, dass sie halt an ihm festhalten, und eigentlich so. Wenn man nicht gerade VfB-Fan wäre und diese 3 Punkte vom Freitag ganz arg vermissen würde, wäre es dann schon eine ganz nette Story eigentlich. Also ich werfe ja gleich schon mal ein. Ab und zu gibt es beim Sebastian leichte Aussetzer. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Wir wissen es. Hoffentlich nur tontechnisch. Ja, nur tontechnisch. So ab und zu mal so Knacksgeräusche drin. Wir haben uns die neueste Studio-Link-Version besorgt. Da wurde uns von Studio-Link versprochen, dass genau diese Aussetzer dann nicht mehr zu hören sein werden. Genau, wir haben jetzt von 1904, das ist die Schalke-Edition, abgegradet auf 1909, jetzt die Dortmund-Edition.
gewonnen. Ja, Mentalität fehlt da in der Version. Ja, da fehlt Mentalität irgendwie. Und noch so das letzte Quäntchen Tonqualität. Ja, also ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Insgesamt hört es sich trotzdem besser an als Skype. Aber auch hier vielleicht mal ganz kurz der Aufruf, wer sich jetzt besonders gestört fühlt durch dieses Knacksen, der kann uns gerne auf Twitter @vfbstr schreiben, dass wir in Zukunft wieder Skype nutzen sollen. Also wir sind da natürlich bereit für euch, das geringere Übel zu wählen. Wenn ihr sagt, lieber ein bisschen schlechtere Tonqualität, dafür keine Aussetzer, dann machen wir das. Aber wenn ihr sagt, nee, komm, 3-4 Mal knacksen, von mir aus auch 8 Mal in der Folge, damit kann ich leben, dann bleiben wir hier bei Studio Link. Aber es liegt an der Software und nicht an uns, können wir an der Stelle. Genau, und noch sicherer wäre, also wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann schreibt ihr uns nicht, dass wir auf Skype zurückgehen wollt, sondern ihr geht auf Patreon. Und spendet da so viel Geld, dass Ricky und ich am Montag nicht mehr arbeiten gehen müssen. Und dann nehmen wir halt einfach vor Ort auf. Ne? Das ist dann das total easy. Und dann gibt es halt keinerlei Aussetzer, garantiert keinen Aussetzer. Wir nehmen das einfach an einem Ort auf und dann geht es ins Netz und das wird dann perfekt. Aber wir müssten uns halt dann montags irgendwie frei nehmen. Mir wurde gestern in der Untertürkheimer Kurve eine Loge angeboten, Sebastian. Okay. Denn da sind die Preise etwas günstiger als auf der Haupttribüne. Haupttribüne-Loge kostet mindestens 100.000 Euro, also der Platz kostet 10.000 Euro, aber man muss mindestens 10 Plätze buchen. So. Okay. Und mir wurde dann gesagt, aber auf der Untertürkheimer kostet es nur 7.500 pro Person. Auch da sind 10 Plätze das Minimum, was man anmieten muss. Das wären dann 75.000 Euro, aber... Und das dann für eine Saison? Eine Saison und wir könnten jederzeit rein. Okay. Ja, und da wurde auch gesagt, wenn ihr uns rechtzeitig Bescheid gebt, dann machen wir auch ein bisschen Kaffee oder Kuchen oder sowas, wir wollten. Da habe ich gedacht, na, also das klingt ja nach einem Deal. Will ich da jeden Tag essen? Also dann haben wir jetzt ein Ziel, oder? Also dann setzt jetzt mal bitte Patreon-Ziel irgendwie auf 75.000 hoch. Aber also wenn ihr das Geld übrig haben solltet, dann, da kommen wir glaube ich am Ende nochmal zu, spendet es lieber an Dennis. Genau. Und wenn ihr dann immer noch Geld übrig haben solltet, dann... spendet an uns auf Patreon und wenn wir die 75.000 voll haben, dann gibt es die Podcast-Loge in Untertürkheimer Kurve. Wir können jederzeit rein. Ihr könnt dann vielleicht auch rein. Das wäre schon großartig. Die SDR-Loge, das wäre die SDR-Loge. Make it happen. Ich meine, das sind 75.000. Ich glaube, wir haben ja 75.000 Hörer. Wenn da jeder einen Euro spendet, dann ist das halt locker drin. Ne? Also. Ey, ich wäre schon froh mit eine Null weniger. Also das wäre schon beeindruckend genug. Gut, sei es drum. Also gut, was können wir noch abschließend zum Spiel sagen? Gonzales war nicht mit dabei, der ist aber dennoch jetzt gerade auf dem Weg nach zur argentinischen Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, wo die sich treffen. Ich weiß nur, dass die dann am 9. Oktober, glaube ich, ist es, gegen Deutschland spielen. Und er ist ja immer noch so ein bisschen angeschlagen aufgrund seines Schlags gegen das Schienbein, gegen Greuther Fürth war das Ganze. Und da werdet ihr euch fragen, Moment mal, wie kann denn das sein? Der Gonzales, der saß doch gegen Bielefeld auf der Bank, aber da hat der alte Fuchs Tim Walter mal wieder einen ganz alten Trick ausgepackt und hat den Gonzales nur als Abschreckung auf die Bank gesetzt. Das fand ich ja auch grandios. Sowas gibt's nur mit Tim Walter, glaube ich. So viel Ehrlichkeit vor allem. Ja genau, und ich dachte halt irgendwie, ja, was für ein Idiot, dass er jetzt halt das auch sagt, dass es so war. Aber das ist halt wieder so Meta, ne, weil jetzt sagt er es und beim nächsten Mal sitzt Gonzales auf der Bank und jeder denkt, naja gut, der kann eh nicht spielen und dann kann er halt spielen, dann wechselt er ihn ein. Ne? Also das ist halt schon so ein bisschen wie mit den kurzen Ecken. Wir spielen nur kurze Ecken und dann spielen wir sie irgendwann nicht mehr. Also das ist schon so ein bisschen Psychokrieg, aber ich fand es gut, aber ich habe es gegen Bielefeld tatsächlich auch gedacht, als er ihn nicht brachte, dachte ich, okay, der ist garantiert nicht einsatzfähig und war nur so ein bisschen Drohkulisse. So, also ja, aber leider Gottes konnte er jetzt gegen Wien Wiesbaden nicht mithelfen, hätte mit Sicherheit uns gut zu Gesicht gestanden, wenn da so ein Gonzales noch eingewechselt werden hätte können. So, gut, ich denke mal, dann sind wir durch soweit mit dem Spiel. Startelf-Tipp gibt es natürlich diese Woche nicht, denn es findet ja nächste Woche kein Spiel statt. Wobei, so ganz richtig ist das auch nicht. Am Freitag testet der VfB gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Platz 3 momentan in der Schweizer Liga, keine Ahnung, welcher Sponsor da noch irgendwie einen Namen gibt für, aber auf jeden Fall. Wo spielen die, in der Schweiz oder bei uns? Die spielen dort, in Stuttgart, aber okay. Ausschluss der Öffentlichkeit. Ausschluss der Öffentlichkeit, oh, das wäre wieder ein Skandal, oder? Ich weiß jetzt schon, dass der Meisel da wieder steht und sich reinsteht. Ja eben, da müssen wir uns wie einkaufen. Ja, der spielt, der alte Stibitzer. Ja, also Philipp Meisel ist wirklich ein sehr geschätzter Kollege ist ja Quatsch, ein sehr geschätzter Journalist, also das ist wirklich jemand, auf den lasse ich wenig kommen, habe ich ja hier auch im Podcast schon mal gesagt, das ist einer der wenigen, die ich wirklich sehr, sehr schätze, von dieser Sumpft. Ähnlich wie George Moisidis, der ist da auch noch anzuführen. Und den beiden gönne ich es natürlich ganz besonders, wenn die sich
sich da reinmogeln. Wobei der Mercedes, glaube ich, gerade im Urlaub ist, habe ich gehört. Ja, der dort ist im Urlaub, ja. Ja, okay, dann haben wir das auch noch geklärt hier in der Folge und können uns jetzt der Mailbox widmen. 0711 für Stuttgart. 25 28 16 04 ist die Nummer. Ich sag's gleich mal vorweg, ja, das ist jetzt ein kleiner Insider. Ich warte immer noch auf den Anruf von Gina, ja, und natürlich von Paddy und auch vom Forrest. Also da sind noch drei Anrufe, die angekündigt wurden. Vor allem hieß es, dass sie nach dem WN Wiesbaden-Spiel uns beehren werden. Davon konnte ich auf der Mailbox leider nicht einen Anruf finden. Also ihr seid da in der Bringschuld. Dafür, Sebastian, gab es aber wieder jede Menge Anrufe, die sich natürlich über WN Wiesbaden, über das Spiel ausgekotzt haben, über Tim Walter, über Atakan Karasor und so weiter und so fort. Ihr habt mir wirklich wieder den kompletten Sonntagvormittag versüßt und das meine ich jetzt ernst. Also es waren wieder knapp 50 Anrufe und ich saß von 8 bis halb 12 an meinem Rechner und habe Folgendes zusammengestellt. Also ich lasse jetzt einfach erstmal die Mailbox laufen und danach sprechen wir noch darüber. Hier ist die Mailbox für diese Woche. So, wir sind jetzt vor dem Spiel. Ich bin eigentlich der pessimistische Person, aber das geht 4-0 aus. Ja, endlich ist es soweit. Nach 9 Spieltagen ist der Knoten beim VfB geplatzt und man konnte endlich die erste Saisonniederlage einfahren. Wir drehen das noch, wir gewinnen es jetzt mal. Man hat auf dem Tabellenplatz einen riesen Schritt Richtung Relegation gemacht und von dem her kann man nur nach unten schauen, es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Gegen den Tabellenletzten musst du einfach mehr liefern. Punkt. Keine Diskussion. Und ich habe keinen Bock mehr auf Ausreden. Borna Sosa, Totalausfall. Karasor, Totalausfall. Ja, gespannt, wo da die Reise hingeht. Nicht normal. War es unfassbar arrogant? War es Unfähigkeit oder war es einfach nicht der Wille zum letzten Tor? Der Erste hat heute gegen den Letzten verloren. Das muss man sich mal geben. Wie gut es zum VfB passt. Du darfst verlieren. Du wirst verlieren in der Liga. Keine Frage. Aber nicht zu Hause vor 50.000 gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga. Gegen den Tabellenletzten ein Spiel so zu verlieren, ist einfach nur noch peinlich, lächerlich in meinen Augen. Und ein Heimspiel so zu schenken, geht auch mal gar nicht hin. In den ersten 45 Minuten hat man dann doch ein bisschen Überheblichkeit gemerkt. Man hat gedacht, mit dem zweiten Gang oder mit nur 80% kann man hier das Spiel mal locker, flockig über die Bühne bringen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Und ich hoffe, das hat auch jetzt der Trainer gemerkt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Spiel für Spiel. Ich bin enttäuscht. Dass das eine Riesenblamage war, muss man nicht mehr erwähnen. Dabei muss ich sagen, kann ich der Mannschaft eigentlich gar keine Vorwürfe machen, sondern dem Einzigen, dem ich einen Vorwurf machen kann, ist eigentlich dem lieben Herrn Walter. Ich halte ja wirklich viel von dem Walter, aber was er da gestern auf dem Platz hat zaubern lassen von seinem Mann, ist ja einfach nur noch so scheiße. War das Spiel eine Zusammenfassung des ideenlosen Spielstils eines Tim Walters? Ich stelle die Frage jetzt mal im Raum. Als ich vor dem Spiel die Ausstellung gesehen habe, war es mir eigentlich schon klar, dass es komplett in die Hose gehen wird. Typisch VfB gestern mal wieder. War ja irgendwie abzusehen. Das war wie beim TSV Winden irgendwo in der Kreisliga. Ganz schlimm. Ansonsten sollte man bei Walter lieber früher als später reagieren. Vor allem mit dem Respekt. Und wenn er sich nicht lernfähig zeigt, dann muss er jetzt halt und bisschen halt früher reagieren. Ich fange tatsächlich an, den Walter anzuzählen. Was lässt der denn da kicken? Was lässt der denn da spielen? Die erste Halbzeit war natürlich die schlechteste der Saison für mich und einfach ein ganz schwach und glaube ich eine Fehlpässe und Fehler. Es geht echt gar nicht, aber dann in der zweiten Halbzeit kann man echt sagen, dass am Ende einfach nur Pech war. Und ich finde, man soll jetzt nicht alles schlecht reden, was passiert ist. Aber auch die zweite Halbzeit, wie wir da auf die ganze Kurve hingespielt haben. Entschuldigung, Torschancen hin oder her. Es war einfach nicht konsequent genug und ich glaube 80% waren nur Halbplan. Scheiß die Wand an, echt. Ich reck mich ja nur einmal auf, aber das ist richtig. Mir hat heute beim Spiel vor allem eins gar nicht gefallen. Mir fehlt bei den meisten Spielern einfach die gewisse Eigeninitiative, dass wenn es mal spielerisch einfach nicht so läuft, wie sich das der Trainer vorstellt, dass dann die Spieler die Ärmel hochkrempeln, einfach mal sagen, so wir ziehen uns jetzt mal gemeinsam aus dem Dreck. Da kommt kein Zeichen an die Zuschauer, kein Aufbäumen, keine Zweikämpfe. Unser Team teilt sich meiner Meinung nach in zwei Gruppen ein Lager, das versucht wirklich noch dagegen zu halten. Dazu gehören Kempf, Stenzel, auch ein Mangala. Aber wenn wir dann so Spieler haben wie Gomez, Karasor, die über den Platz streicht mit einer Körpersprache, als würde sie das Ganze überhaupt nicht angehen und alles schulterzuckend hinnehmen,
dann kommen wir so nicht weiter. Der Karasor, der gerät immer mehr in die Kritik. Nicht bei mir alleine, sondern bei vielen, vielen Fans im Stadion. Briefmarke auf den Arsch und weg mit ihm. Ganz ehrlich, soll zurück nach Kiel. Ich möchte mir VfB auch nicht mehr sehen. Atakan Karasor ist der schlechteste Spieler in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart. Also zunächst mal, das Spiel liegt mir auch noch schwer in den Knochen. Totale Enttäuschung. Ich wollte aber über Atakan Karasor sprechen, der mir in der Betrachtung viel zu oft, viel zu schlecht wegkommt. Er hat halt dieses Stigma, das Walter ihn mitgebracht hat aus Kiel. Und außerdem ist er direkte Konkurrent von Oskar Sieba, der ein totaler Fanliebling eigentlich ist, trotz seiner Eskapaden, die er hatte vor kurzem. Im Mittelfeld, gut, da war natürlich die größte Schwachstelle, wie zu erwarten, Karasor als schlechtester Spieler auf dem ganzen Platz. Aber genau das, was er auch in der ersten Minute, in den ersten Minuten gebracht hat, war natürlich auch genau das, was man von ihm erwartet hat. Ein Ballverlust nach dem anderen, keinen vernünftigen Pass, kein Pass kam an, keinen Zweikampf hat er gewonnen und stand natürlich nur verloren wieder in der Gegend rum. Der Cannstatter Block hat Karasor zum Beispiel bescheinigt, dass er kaum einen Pass an den Mann gebracht hätte in der ersten Halbzeit und so weiter. Das sehe ich hier bei weitem nicht. Dann gibt es noch Kriterien, die etwas subjektiver sind. Zum Beispiel wird Karasor öfter vorgeworfen, dass er zu viel quer spielt, zu wenig vertikal spielt. Ich bin aber der Meinung, dass in diesem Sechserraum es durchaus in Ordnung ist, wenn man das Spiel in der Breite auch ein bisschen öffnet. Also das Querspielen, das sieht man auch bei anderen Spielern, die diesen Raum bespielen. Und unser Problem ist oft, den Ball eben vor den 16er Raum zu bekommen. Und da ist es halt super schwer, einfach einen Pass durchzustecken. Und das ist ein bisschen unser Problem. Und das ist auch der Grund, warum Karasor öfter querspielt, was einfach seine Aufgabe ist. Ich wollte anrufen, weil ich mich mal ein bisschen auskotzen möchte. Und zwar eigentlich nicht so direkt über das Spiel gegen den Wiesbaden. Natürlich war das scheiße und natürlich war es mit Abstand vielleicht, wobei mit Abstand nicht, aber die schlechteste Saisonleistung vielleicht. Allerdings, was mir noch viel mehr gegen den Strich ging, ist, dass schon vor dem Halbzeitpfiff schon die ersten Leute gepfiffen haben und früher aus dem Stadion raus sind und so. Also ey Freunde, reißt euch mal zusammen, wir sind Tabellenführer. Wir haben bisher kein Spiel verloren und dann beim ersten Rückstand irgendwie die Mannschaft in Grund und Boden zu pfeifen, auch wenn die Spielweise einem nicht passt, finde ich unter aller Sau. Also Leute, habt euch mal bitte ein bisschen besser im Griff. Ich bin ja wirklich keiner, der sich grundlos aufregt oder frühzeitig schon alles in Frage stellt, aber ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Heimspielen haben wir hier eine sukzessive Verschlechterung erlebt und ich hoffe, dass sich das nicht zu einem negativen Trend jetzt auswirkt. Und zwar bin ich dermaßen angepisst, nicht wegen der schlechten Leistung, sondern von unseren Fans auf der Haupttribüne, dass wir gehen gerade. Die meinen, wenn man Tabellenführer ist, ihre Mannschaft, wenn sie eine schlechte Halbzeit spielt, also natürlich wäre die Halbzeit unterirdisch, aber wenn man eine schlechte Halbzeit spielt, sie auszupfeifen, das geht meiner Meinung nach gar nicht. Wir sind Tabellenführer, auch wenn wir jetzt nicht jedes Spiel wie der FC Barcelona gespielt haben, zu seinen besten Tiki-Taka-Zeiten, muss dann seine Mannschaft nicht nach einer Halbzeit auspfeifen. Das ist für mich abnormal, ekelhaft. Ich finde immer noch so scheiße. Wie kann das denn sein? Ey, wir sind Tabellenerster, spielen gegen den Tabellenletzten und die ganze Zeit heißt vorher, ja, wir wollen den Gegner nicht unterschätzen, dann spielen wir so eine Kacke zusammen. Das geht doch nicht. Und welcher Beinstelle? Solche Aussage. Oder weiter nur durch den Gegner selber stärker. Alter, Fußball ist doch beschissen. Wie viel Glück kann man als Wiesbaden eigentlich haben? Das ist ja abartig. Normalerweise muss der VfB am Ende, auch wenn es ein Scheißspiel ist, mit 10-0 irgendwie da rausgegangen. Und dann machen sie am Schluss nur noch Druck und treffen nichts außer Pfosten, Latte und die 7 Gegenspieler, die auf der Linie stehen. Man muss die Bude mal reinmachen. Es stand immer einer auf der Linie. Solche Spiele gibt's. Wir könnten kotzen, wie das Spiel gelaufen ist. Aber es ist verdient für Wien Wiesbaden. Wir haben jetzt genug Zeit, uns drüber zu ärgern, Länderspielpause und dann, denke ich, holen wir uns die nächsten 3 Punkte halt auswärts. Ich wollte eigentlich jetzt nur mal hören, was es denn so langsam mal für Konsequenzen für dieses absolut furchtbare Orakel Olaf gibt. Ich finde so langsam, ist es ja nicht mehr tragbar, dass der da für ein Mist zusammen orakelt. Ich bin nicht immer mit euch einer Meinung, aber das muss auch so sein, finde ich. Wir dürfen nicht immer das gleiche Horn blasen alle. Und ich freue mich sehr darauf, wenn sich Butze das Weite
sein Trikot kauft. Asghar Sibar steht für Feuer, Feuer steht für Rot, also klare Entscheidung, oder? Und wenn ihr anrufen wollt, dann wählt die 0711 für Stuttgart 25 28 1604 und lasst eine Nachricht da. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. So, das war also die Mailbox für heute und es wurden Konsequenzen für Olaf gefordert. Für das, ich möchte sagen, magische Orakel. Sebastian, auch von dir wird die Katze inzwischen geschätzt, glaube ich. Also ich sehe den Kater kritisch. Ja, da geht es dir natürlich so wie vielen. Aber ich sag's, wie es ist. In dem Fall muss ich den Kater in Schutz nehmen. Es war so, dass er natürlich auch gemerkt hat, dass die Timeline, die komplette Twitter-Gefolgschaft, Facebook, Instagram schon ein bisschen nervös werden, wenn er nicht für den VfB, orakelt. Ja? Also das kannst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern. Er hat einmal für Aue orakelt und dann hieß es im Anschluss, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, die Katze, die müsste man mehr oder weniger, entsorgen. Ich bring's mal auf den Punkt. Verräterkatze, ja. So, und das bleibt natürlich bei so einem sensiblen Tier einfach nicht aus, dass er sich dann Gedanken macht und dann vielleicht auch mal gegen seine Intuition handelt. Und ich finde, er hat uns allen einen Moment der Nachdacht geliefert, als er nach rechts schaute. Nicht nur einmal, nein, zweimal. Und das war seine Art und Weise zu sagen, ich esse zwar jetzt gerade vom Stuttgart-Teller und natürlich schießen die ein Tor, aber wen Wiesbaden macht zwei. Und da muss ich sagen, an der Stelle, Hut ab vor diesen Orakelfähigkeiten. 11 und 0, das ist wirklich unglaublich. Diese Katze verblüfft mich jedes Mal aufs Neue. Ich saß da wirklich davor, als ich das aufgenommen habe und dachte so, was will er mir damit sagen? Weil natürlich ist keine Handlung, die Olaf irgendwie angeht, zufällig. Nein, es ist alles ein bewusstes Verhalten, was er an den Tag legt. Und hier war es halt so, dass er mir zu verstehen gab, ich entscheide mich für die Timeline, für den VfB, aber mein Orakelherz sagt natürlich, nee, das wird heute nichts. Und da kann ich nur meinen Hut ziehen und es wird keine Konsequenzen geben für diese zierliche, möchte ich ja schon sagen, Katzengestalt. Also es gibt keine Konsequenzen. Ich bring's mal auf den Punkt. Gut. Nee, Olaf ist auch echt ein Genie, also wirklich zu sagen. Nee. Und wer seine Orakel nicht versteht, der ist halt selber schuld einfach. Ne? Ja, genau. Also da muss man halt schon so ein bisschen Geistesleistung auch mitbringen, um halt zu verstehen, was er wirklich meint. Aber genial. Es ist ja gerade die Fußballfibel für den VfB Stuttgart erschienen, geschrieben. Nein! Von zwei mir sehr bekannten Wichtig-Bloggern. Vertikalpass.de lässt grüßen. Nein, ganz im Ernst, von euch, also von dir, vom Andreas und von dir, von Sebastian, ist ein Buch erschienen, die VfB Stuttgart Fußballfibel, die es ab nächster Woche dann überall zu bestellen gibt, oder? Genau, also das Problem ist, es gibt da schon eine gewisse Auflage, aber irgendwie war jetzt der Herausgeber vom Erscheinungstermin dann doch ein bisschen überrascht, obwohl der seit mehreren Jahren feststeht und deswegen gab es jetzt erstmal nur eine Vorabauflage und deshalb bekommt man dieses Büchle vorerst nur beim verlegenden Verlag, dessen Adresse du wahrscheinlich dann in den Shownotes hinterlegst, aber ab nächster Woche dann auch überall, wie sagt man so schön, überall dort, wo es Bücher gibt, also Amazon, Oseander, Hugendubel, ob es dann das vor Ort auch gibt, weiß ich nicht, aber online kann man es dann definitiv bestellen. Sehr empfehlenswertes Buch, es gibt schon tolle Rezensionen, die ich mir durchgelesen habe, außerdem wurde mir höchstpersönlich von dir vorgelesen, und zwar bei der Präsentation, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also ich kann es wirklich nur empfehlen, dieses Büchlein sich zuzulegen als VfB-Fan, und warum komme ich jetzt auf das Thema Buch, ich wollte nur sagen, vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch, wie man das Orakel Olaf zu verstehen hat, und dann gibt es vielleicht auch weniger Beschwerden über seine Tipps, die natürlich weitergehen. Wie gesagt, also da kennen wir hier nichts. Olaf, 11 und 0, ich ziehe meinen Hut und verneige mich erneut vor diesem kastrierten, zärtlichen, zierlichen Kater. So, dann genau. Gab und es... Und wenn ihr weiterhin gegen Olaf irgendwie ranten wollt, dann wählt die 0711 für Olaf und dann die 25 28 16 04. Kanntest du die jetzt schon auswendig?
Nein, ich habe es in den Shownotes gelesen. Okay, es wird Zeit, dass es dafür vielleicht Aufkleber gibt. 0711 für Stuttgart, 25, 28, 16, 04. Und es gab natürlich auch Anrufe, die sich auf die Trikotwahl bezogen haben. Du hast ja dazu aufgerufen. Ich habe noch kein Trikot mit der Nummer 6, weil ich nicht weiß, in welcher Farbe ich es kaufen soll. Ja, und die Mailbox war keine große Hilfe, denn nee. Es gab einen Anruf, der meinte, es muss weiß sein, klassisch. Und es gab einen Anruf, der meinte, es muss rot sein, weil das passt natürlich zu Fuego, zu Feuer. Das ist ja im Endeffekt Santiago Ascasiba. Und so eine richtige Hilfe war es noch nicht. Dann war ich live Zeuge am Freitag, als ja. jemand zum mintfarbenen Trikot riet. Gibt es jetzt schon eine Entscheidung oder müssen wir uns noch was ausdenken? Nee, nein, das muss halt ganz demokratisch entschieden werden. Ne? Und also ich glaube, das offizielle Ausweichtrikot, also das Fanta 4-Trikot, scheint raus zu sein. Aber in der Verlosung sind nach wie vor das klassische Heimtrikot, dann das rote oder das, was ist denn das überhaupt, das Torwarttrikot oder so, also jedenfalls schwarz mit mintem Brustring ist auch noch in der Verlosung. Also ich würde vorschlagen. Ich warte da auf ein offizielles demokratisches Votum und dann bestelle ich. Also ich würde vorschlagen, ich werde morgen, heute ist Montag dann, also am Dienstag, auf Twitter ein Voting aufsetzen, freischalten, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Und es gibt dann die drei Auswahlmöglichkeiten, weiß, rot und eben ja, Torwarttrikot. Genau, weiß, rot, rot und schwarz, mint. Rot, weiß? Achso, weiß, rot, rot, rot und schwarz, mint. Also drei, so. Genau, drei Möglichkeiten aus denen ihr wählen könnt und dann lassen wir euch darüber abstimmen, welches Trikot sich der Sebastian kaufen soll. Das ist demokratisch genug, oder? Das ist fair, ja. Und wir haben ja Länderspielpause, insofern müssen wir die Zeit mit irgendwelchen Blödsinn füllen. Also insofern machen wir dann den Poll dann auf jeden Fall, ja. So machen wir das. Gut, dann, um noch ein bisschen auf die Mailbox einzugehen, gab es natürlich viel Kritik in Richtung Borna Sosa, in Richtung Atakan Karasor, in Richtung Tim Walter. Das finde ich noch ganz interessant. Da gab es schon einige, die Tim Walter anzählen und sagen, ja, ein bisschen ideenlos, da fehlt irgendwie sowas. Und es gab, ich glaube, zwei Anrufer, die gesagt haben, da müsse man einfach jetzt auch schon reagieren. Da war ich ja fast schon so verblüfft und bin rückwärts hier von meinem Sofa gefallen. Also es macht für mich halt überhaupt keinen Sinn, den Trainer nach 9 Spieltagen zu entlassen, wobei er davon auch noch 8 erfolgreich bestritten hat und noch in die nächste DFB-Pokalrunde eingezogen ist. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man auf die Idee kommt, Tim Walter jetzt schon in Frage zu stellen. Oder? Ja, nee, gar keine Frage. Also hold your horses. Also lasst mal abwarten. Also zumindest mal eine Hinrunde spielen. Aber wir wollen ja unserem Ruf als schwieriges Umfeld eigentlich nicht gerecht werden. Ne? Und die Bilanz bislang ist ja echt richtig, richtig gut. Und natürlich sind wir nicht zufrieden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja nie richtig, richtig zufrieden halt. Ne? Und wenn man auf die Tabelle guckt, dann passt das bislang absolut. Und ich denke, wir dürfen Tim Walter noch ein bisschen weiterarbeiten lassen. Also wer einen Neuanfang ruft und nach jungen Spielern lechzt, der muss einfach damit leben, dass vielleicht dann auch ein bisschen Zeit vergeht, bis alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ich bin der Meinung, eigentlich wie du, dass man sich auf einen guten Weg befindet und Rückschläge einfach dazugehören. Ich meine, man kann ja nicht so naiv sein und davon ausgehen, dass der VfB hier 34 Spiele ja einfach ohne Niederlage bestreiten wird in der zweiten Liga. Dafür haben sie nicht die Qualität. Man darf nicht vergessen, die Spieler, die jetzt bei uns spielen, ja, das sind ja keine gestandenen Bundesliga-Profis, sondern die meisten kommen von Zweitligisten. Viele Spieler sind noch jung, müssen sich entwickeln. Da spielen 19-Jährige, da spielen 20-Jährige. Also wenn man jetzt schon wirklich anfängt, direkt wieder mit einem neuen Trainer da um die Ecke zu kommen, das macht überhaupt keinen Sinn und es verschlechtert unsere Position als Verein auf dem Transfermarkt immer weiter. Ich habe das letzte Woche schon so ein bisschen durchklingen lassen. Es gab einfach dann auch schon Spieler, die dem VfB abgesagt haben, weil eben hier ständig die Trainer gewechselt werden, weil es immer wieder neue Philosophien gibt. Und das ist nicht gut. Auf Dauer wird sich Qualität durchsetzen, da bin ich mir sicher. Und Tim Walter hat bewiesen, dass er gegen verschiedene Mannschaften, egal wie sie jetzt gegen uns auftreten, seinen Fußball erfolgreich durchsetzen kann. Weil eins kann man definitiv nicht sagen, dass der VfB in irgendeinem Spiel bislang irgendwie unterlegen war oder dergleichen, sondern der VfB war immer die tonangebende Mannschaft, war eigentlich auch immer die bessere Mannschaft, auf jeden Fall nie die deutlich schlechtere Mannschaft. Auch gegen Wien Wiesbaden war man die bessere Mannschaft. Hat sich viele Chancen erarbeitet und ich erinnere da und verweise so ein bisschen auch auf den von uns geschätzten Karl,
Wenn man das jetzt mal von mit der Leistung der vergangenen Saison vergleicht, ja, also wo wirklich nichts nach vorne lief, egal gegen welchen Gegner, egal ob das dann auch gegen Union Berlin war, ja, die ja nun jetzt wirklich auch nicht die Megamannschaft haben, das sieht man ja jetzt momentan auch wieder in der Bundesliga, da ist uns halt offensiv überhaupt gar nichts eingefallen. Und jetzt beherrschen wir im Endeffekt jeden Gegner, dominieren jeden Gegner, so möchte ich es mal sagen. Und ja, es ist noch viel, viel Luft nach oben. Da gebe ich jedem recht, der da kritisiert, dass man die Chancen nicht nutzt, dass man sich vielleicht zu leicht Tore fängt. Das stimmt alles. Aber das ist ein Prozess, den muss man mitgehen und da muss man Geduld aufbringen. Und wie gesagt, es wurde oft nach einem Neuanfang gerufen. Es wurde oft gesagt, wir brauchen wieder junge Spieler. Jetzt hat man die. Man hat einen Trainer mit einem ganz, ganz klaren Plan. Da steht ein Konzept dahinter. Auch das wurde immer wieder gefordert, dass man nicht irgendwie so Pfeifen an die Seitenlinie setzt, die mehr oder weniger einfach da so nur nach 15 Trainerbesteck auspacken und nach 4 Spieltagen nicht mehr genau wissen, was sie jetzt als nächstes mit der Mannschaft anfangen sollen. All das ist momentan nicht der Fall. Hier steht ein Trainer mit einem klaren Plan an der Seitenlinie, eine Mannschaft, die enorm viel Potenzial hat, ja, noch keine Qualität, gar keine Frage, aber Potenzial, und das kann sich eben zu Qualität entwickeln, aber das braucht halt Zeit, das geht nicht in 3-4 Spielen, und ja, ich hoffe einfach, dass der ein oder andere da ein bisschen zur Besinnung kommt und dem Trainer und die Mannschaft die nötige Zeit gibt, und für mich ist es auch nicht übrigens nur ein halbes Jahr, weil du das gerade gesagt hast, sondern von mir ist auch ein Jahr. Natürlich will ich aufsteigen, aber du kannst nicht nach wenigen Monaten sagen, so, jetzt fangen wir nochmal neu an. Das geht nicht, nee. Nee, aber du könntest halt nach einem halben Jahr, wenn es halt total verheerend läuft, sagen, so geht's nicht weiter. Aber ja, das kann man auch jetzt schon sagen. Also Tim Walter wird nicht der Tradition vieler VfB-Trainer folgen, die im Herbst entlassen werden, weil dafür läuft's halt viel zu gut und es sind ja viel zu große Hoffnungen mit ihm kombiniert und man, ja, glaubt halt wirklich schon, dass da was entstehen kann. Und nochmal kurz Stichwort Karl, er ist ja wirklich so ein bisschen zu unserem Lieblings-Mailboxer geworden, aber er hat halt leider erst heute angerufen, deswegen konnte er nicht mehr in den Mailbox-Mix reinfinden, aber das möchte ich kurz erwähnen, auch er war mit dem Spiel gegen Wien Wiesbaden auch überhaupt gar nicht zufrieden. Und das heißt ja schon was, also Karl nimmt uns das wollte ich sagen, also ne? Wie gesagt, entweder mache ich es Sonntagabend oder ich mache es Sonntagvormittag, je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber wenn ihr Montag anruft, dann wird es in der Regel knapp. Außer es gab sehr wenige Anrufe, dann kann ich das Ganze auch nochmal umschnippeln. Ich werde übrigens auch noch eine Instagram-Story machen, wie ich diese Mailbox immer zusammenschnippel. Denn es gab ja schon mal eine Instagram-Story, da habe ich so ein bisschen einen Einblick gegeben in den STR-Tagesablauf, diesen Montag, Aufnahmetag. Und sowas ähnliches habe ich jetzt auch noch mit der Mailbox vor. Also dann könnt ihr mal sehen, wie das so abläuft und wie in Anführungsstrichen aufwendig das Ganze ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, mir keine einfachere Möglichkeit suchen zu können, aber so mache ich es halt. Ich zeige es euch dann mal irgendwann. So, genau, und zu Weihnachten kommt dann die STR ja. Mailbox Only Edition mit nur unveröffentlichten Anrufen. 2 Stunden lang. Die will keiner hören. Also ja. Die Anrufer, die es nicht in die Mailbox schaffen, das sind vielleicht höchstens 5 bislang gewesen, weil mir gelingt es wirklich Woche für Woche, jeden Anrufer, und wenn es dann nur 3 Sätze sind oder 3 Worte von mir aus auch nur, irgendwie hier mit rein zu basteln. Aber in der Regel nehme ich jeden mit rein, der anruft. So viel Zeit muss dann schon sein. Der eine kriegt natürlich ein bisschen mehr Zeit, der andere ein bisschen weniger, und mich beschleicht dann natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn jemand hier 3 Minuten oder so richtig tolle Sachen sagt und am Ende schneide ich nur 20 Sekunden rein. Das tut mir dann immer fast schon ein bisschen leid, aber ich meine, jetzt haben wir schon 9 Minuten erreicht mit dieser Mailbox. Ich glaube, irgendwann ist dann auch echt gut, sonst wird es ein bisschen zu lang. Und es soll ja auch noch ein Stück weit unterhalten. Dann gibt es halt einen eigenen Podcast, ne? Ja, die SDR-Mailbox als Podcast. Ja, genau. Gut, es gab noch Kritik, das habe ich schon gesagt, Sosa und Karasor gegenüber, aber es gab eine Nachfrage, die finde ich ganz interessant, und zwar klingt die erstmal relativ banal, aber dann doch wieder interessant, wie gesagt. Wo geht die Reise hin mit diesen Spielern? Karasor, Sosa, Sebastian, glaubst du, dass da, ich sag mal, beide sich noch so steigern können, dass sie dem VfB natürlich jetzt in der Zweitligasaison weiterhelfen können, aber dann vielleicht auch schon mal, gucken wir mal ein bisschen weiter darüber hinaus, gehen davon aus, der VfB steigt auf, sind das für die Spieler, bleibt mal bei Karasor, die sich zu einem Bundesligaspieler entwickeln könnten, oder sagst du, ach, ich glaube, da fehlt zu viel, um dann wirklich diesen Schritt zu schaffen? Also bei Atakan Karasor bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil er jetzt ja
für den VfB echt auch noch kein überragendes Spiel geliefert hat. Ne? Also ich traue ihm das durchaus zu, aber ich glaube, er struggelt halt immer noch so ein bisschen mit der, ja, mit dem Wechsel von Holstein Kiel als, Provinzverein, dann halt zum VfB und soll halt gleich eine tragende Rolle spielen und spielt dann jede zweite Woche vor 50.000 Zuschauern und der Trainer weist ihm eine Schlüsselrolle zu und die Presse schreibt, er ist der wichtigste Spieler im Walter-System. Also ich glaube, der hatte noch so ein bisschen Probleme und das kann ich echt noch nicht so richtig einschätzen, ob er die Qualität hat, diese Rolle auszufüllen. Bei Borna Sosa bin ich mir sicher, dass er die Qualität hat, die Rolle als richtig guter Linksverteidiger zu spielen, ausfüllen kann. Also wenn man seine Flanken sieht, die uns in der Saison schon zu Toren verholfen haben, und seinen Offensivdrang, dann hat er die Qualität. Er muss vielleicht defensiv noch eine Stippe drauflegen, aber er ist ja doch noch relativ jung und ich glaube, er kann das. Ob er es jetzt wirklich schafft, ob er so auch dann die mentale Reife mitbringt, da nochmal zu fighten und dann noch, sich nochmal selbst zu optimieren, weiß ich nicht. Aber er hat definitiv das Potenzial und ich habe bei ihm jetzt auch das Spiel gegen Wien Wiesbaden echt so als sein schlechtestes der Saison bislang und ich hoffe auch überhaupt abgehakt und denke jetzt nach seiner Pause, die er dann jetzt leider zwangsläufig einlegen muss, wird er wieder richtig gut zurückkommen, aber er hat uns ja jetzt nach dem Abstieg echt gezeigt, dass er unser Mann für die Zukunft auf der Linksverteidigerposition sein kann. Ich fand da das Interview mit Tim Walter letzte Woche ganz interessant, der in Bezug auf Borna Sosa von einem schlampigen Genie gesprochen hat. Mhm. Und sollte das der Fall sein, ist es natürlich schon ein relativ großes Manko, weil das ist ja schon auch so eine Einstellungssache. Der Spieler ist noch jung, kann sich da in die richtige Richtung entwickeln, aber es ist schon eine Ansage, wenn dein Trainer sagt, du bist ein schlampiges Genie, sprich, du bist vielleicht nicht bereit, diesen extra Schritt zu gehen, den ich sag jetzt mal zum Beispiel, ein Karasor gehen musste, damit er überhaupt zweite Liga spielen kann. Ja, den hat man halt nicht zugetraut, dass er überhaupt in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen kann. Und er musste wahrscheinlich immer ein bisschen mehr zeigen und sich mehr beweisen, als das andere mussten, denen man vielleicht das große Talent unterstellt hat. Ja. Und da bin ich gespannt, wie lange sich Borna Sosa nur mit Talent auf dieser Position halten kann. Weil nach diesem Interview war mir auch klar, warum Emiliano Insua links gespielt hat. Weil Walter ja, absolut, also der ist halt jemand, der hat halt definitiv weniger Talent und definitiv weniger Veranlagung, aber dafür halt deutlich mehr Willen und Disziplin. Und deswegen spielt er halt dann auch oftmals. Ne? Also, ja, und ja. Er wollte, glaube ich, auch ein Zeichen in Richtung Sosa senden, dass es nicht reicht, nur ab und zu mal eine gute Flanke zu schlagen und von mir aus mal einen Sprint anzuziehen, sondern dass eben auch eine gewisse Einsatzbereitschaft gefordert wird von dem Spieler. Und wie du halt sagst, dann mentalitätsmäßig, ja, ich mag es ja nicht so sehr, aber es ist ja trotzdem schon ein Attribut, das man an den Tag legen sollte, sprich Einsatz und Kampfbereitschaft, so nenne ich es mal relativ martialisch, die fehlt dann hier und da vielleicht mal so ein bisschen einem Borna Sosa. Also die Entwicklung muss er nehmen. Und bei Karasor, ja, bin ich auch äußerst skeptisch. Ich möchte aber noch ganz kurz das aufgreifen, was auch in der Mailbox gesagt wurde, nämlich, dass Walter ihn aus Kiel hier mit herbringen wollte. Das ist Quatsch, das muss man endlich mal, ich weiß nicht. Ja, ein Mythos. Genau, das muss man endlich mal durch die verschiedenen Fankreise hier durchknallen. Genau, Karasor hat Walter mit nach Stuttgart. So sieht's aus. Der VfB, so. Mislintat und Hitzesberger waren von Karasor überzeugt und wollten ihn verpflichten und sind dabei auf Tim Walter gestoßen, der damals natürlich Trainer von Holstein Kiel war und dachten sich, Mensch, also das passt ja eigentlich ganz gut, dann nehmen wir den gleich noch mit dazu. Aber Karasor wäre sehr wahrscheinlich beim VfB gelandet, unabhängig davon, ob Tim Walter hier Trainer geworden wäre oder nicht. Also das muss man so ein bisschen mal entkräften, das ist ein Mythos. So, dann könnte man vielleicht auch sagen, ein Mythos ist, dass der VfB arrogant und unfähig war gegen Wien Wiesbaden. Konntest du da so eine gewisse Arroganz wahrnehmen? Denn, Sebastian, ich bin bald vom Hocker gefallen, als ich wutentbrannt nach Hause kam am Freitag und mir das Spiel direkt reinpfeifen wollte und nach 15 Sekunden sich Daniel Didavi und Philipp Förster den Ball via Hacke durchs Mittelfeld zuspielen. Da habe ich echt gedacht, Leute, hackt's eigentlich gerade bei euch? Und mir ist auch zu Ohren gekommen, dass es wohl beim Warmmachen, also bevor das Spiel losging, dann auch so mal relativ lasch
ja, das ganze Programm absolviert wurde und nicht ganz so konzentriert, wie man das sonst gewohnt ist. Mir ist da nichts aufgefallen, aber das wurde mir so zugetragen. Ist dir da auch Ähnliches aufgefallen? Also ich bleib dabei, die erste Halbzeit war eine komplette Frechheit. Also jetzt ein kleiner Einschub. Ich hatte die große Ehre, am Samstagnachmittag Richtung Frankenland zu fahren und konnte da dann Bayern 1 die Bundesliga-Berichterstattung hören. Und da erzählte der Reporter von seinen Erlebnissen auf dem Weg ins Münchner Stadion, in die Allianz Arena, was so die Leute in der S-Bahn sich erzählt hatten. Und die haben auch sich nur darüber unterhalten, wie hoch denn der FC Bayern gegen Hoffenheim wohl gewinnen würde. Und er meinte, ja, da war die Rede von 4-0, 5-0, 6-0. 7-0 und dann gab es auch ein paar, die hatten vielleicht schon so ein, zwei Maß getrunken, die sprachen von einem zweistelligen Sieg. Und wir wissen, wie es ausging, Hoffenheim hat 2-1 gewonnen. Und ja, und so ähnlich ging es mir halt dann auch irgendwie am Freitagabend beim VfB. Da war es nicht diesen, sondern der Vasen. Aber alle dachten irgendwie, ja, das gibt halt einen hohen Sieg. Und das Schlimmste war, ich glaube, auch die Mannschaft glaubte, das Ding wird irgendwie gewonnen. Und wie gesagt, also wie man da reingegangen ist, ja, man kann nach 3 Minuten und Schläfrigkeit schnell zurückliegen. Wenn man dann nach 11 Minuten das Unentschieden erzielt, ist es wieder okay. Aber wie es dann weiterging, das war ein Unding. Und das möchte ich noch kurz erwähnen. Ich fand es auch relativ beeindruckend, wie das Stadion und vor allen Dingen auch die Cannstatter Kurve auf das 0-1 reagierte, nämlich irgendwie gar nicht. Ne? Also es war kurz still, alle haben sich geschüttelt und dachten, okay, da müssen wir halt 2 schießen, um zu gewinnen. Aber es wurde ja nicht gepfiffen, es wurde nicht gemurrt. Man hat gedacht, okay, war irgendwie ein Betriebsunfall und jetzt geht's halt richtig los. Und dann so nach 11 Minuten, Al-Ghadoui erzielte das 1-1, dachte man, okay, und jetzt geht's halt richtig los und wir gewinnen das Ding halt noch. Und dann ging's halt so schläfrig weiter und das, ich fand's relativ furchtbar. Dafür wurde aber nach Abpfiff reagiert, zumindest in der Cannstatter Kurve, währenddem sich große Teile der Haupttribüne und der Kirchentribüne da wirklich mit unsäglichen Kommentaren, Pfiffen und so hervorgetan haben. Wirklich, das war zeitweise widerlich. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war einfach absolut so unerträglich. Gehen hier Props raus an die Cannstatter Kurve, die Mannschaft unterstützt haben. Die haben bemerkt, okay, die haben in der zweiten Halbzeit alles versucht, ja? Und haben sie danach unterstützt, haben sie mit heißblütigen Gesängen verabschiedet. Und das fand ich, war eine ganz, ganz große Geste, auch an den ein oder anderen Journalisten, der ja immer wieder den sogenannten Ultras beziehungsweise den Fans in der Cannstatter Kurve so ein bisschen unterschieben möchte, dass sie vielleicht nicht ganz so gesittet sind und nicht so gute Manieren haben. Die Schallklauen, also die Drogensüchtigen, genau. Die Kindern die Schalls klauen. Vergewaltiger und was weiß ich, was das alles sind. Also da hat man jetzt mal gesehen, wer da offensichtlich gefühlsmäßig oder sagen wir mal so, wie kann ich das am besten ausdrücken, wer da ein besseres Gespür hat für die eigene Mannschaft. Ich glaube, das war dann eher in der Cannstatter Kurve der Fall. Gut. Ja, also wie gesagt, die Mannschaft ging nach Abpfiff vor die Kurve, wurde nicht ausgepfiffen, sondern beklatscht, weil man wirklich honorierte, was das Team in der zweiten Halbzeit geleistet hatte, dann leider ohne Abschlussglück. Aber ich glaube, da hat man in der Kurve dann einen deutlich besseren Blick auf das große Ganze, als man das dann vielleicht auf der Haupt- oder der Gegentribüne hat. Also du hast es schon angesprochen, schlechteste Halbzeit, das wurde natürlich auch auf der Mailbox der Mannschaft so attestiert. Außerdem gab es die Unterstellung, möchte ich sagen, es gibt immer nur Halbfeldflanken, die nicht ankommen. Falsch, kann ich an der Stelle sagen, es gibt überhaupt nicht immer nur Halbfeldflanken, sondern auch eine Menge guter Pässe, muss man einfach so sagen. 828 Pässe, das ist eine Menge und 90% davon kamen an, auch das ist ein grandioser Wert und das ist nicht nur irgendwie in der eigenen Hälfte Ball hin und her schieben, klar, da kommen natürlich knapp 100% aller Pässe an, aber auch in der gegnerischen Hälfte Passquote 85%, das ist schon sehr, sehr stark. Dazu 30 geschlagene Flanken, 40% davon kamen an. Also das ist immer noch natürlich kein grandioser Wert, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser, als wir das in der Saison gesehen haben. Und es gab genügend gut geschlagene Flanken. Natürlich gibt es auch Halbfeldflanken, aber die sind dann und wann auch mal ein probates Mittel. Also wenn ich halt 25... Ich habe ja bei Borna Sosa gesehen, wenn er gute Halbfeldflanken schlägt, dann sind die halt mehr wert als eine schlecht geschlagene Flanke von der Grundlinie, weil wenn das Timing halt passt, dann ist das halt einfach wahnsinnig gefährlich.
gerade mit diesen zwei langen Jungs da vorne drin. Und was ich noch sagen wollte, wenn du halt 25 Mal deine Flanke reinballerst und die bringt nichts und dann entscheidet sich halt von mir aus ein Borna Sosa oder wer auch immer dazu, schon vorher mal ja eine scharfe Flanke vors Tor zu bringen, ja, das muss halt einfach drin sein. Das ist ganz normal und das gehört halt einfach auch dazu. Die Mannschaft hat halt alles versucht, um irgendwie die Bude zu machen und am Ende hat es dann nicht gereicht und wir haben ja den Grund ausgemacht. Es lag vor allem an der sehr, sehr schwachen ersten Halbzeit und dann möchte ich nochmal Mario Gomez erwähnen, der als Stürmer so nicht anwesend war. Aber das soll an Kritik hier jetzt reichen in Richtung Mario Gomez. Dann wurde auch noch angesprochen, dass so ein bisschen die Eigeninitiative dem einen oder anderen fehlt. Da wurde natürlich auch das Thema Körpersprache im selben Kontext genannt. Gomez, Carazon sind die zwei Spieler, die da immer genannt wurden, die eben ja nicht die Körpersprache an den Tag legen, wie zum Beispiel in Santiago Ascasiba. Nehmen wir jetzt einfach nochmal kurz die erste Halbzeit. Bist du da auch der Meinung, dass da von der Mannschaft, unabhängig jetzt vom Trainer, einfach ein klares Zeichen vielleicht auch an die Ränge gesendet werden muss? Also weiß jetzt nicht, wie man das machen sollte. Normal kennt man das ja, ein Spieler schießt aufs Tor, der geht knapp drüber und dann fordert er sozusagen die Ränge auf, jetzt mal richtig Gas zu geben. Ich meine, das kannst du ja auch schlecht machen, wenn du gerade an der Mittellinie einen Einwurf hast. Da lachen sie dich ja aus. Also oder wie würdest du das interpretieren? Ja, aber es war die Gesamtperformance. Also wie gesagt, ich fand die erste Halbzeit fand ich komplett blamabel. Ne? Du spielst als Tabellenerster gegen Tabellenletzten, du spielst als Bundesliga-Absteiger gegen einen Drittliga-Aufsteiger, du spielst mit 47.000 Heimfans gegen 200 Auswärtsfans und trittst so auf. Das war mir viel zu wenig dominant, da war mir viel zu wenig Willen drin, das war mir zu schläfrig, da hat alles gefehlt, da hat einfach gar nichts gepasst und weiß ich nicht, wie man jetzt dann die Zuschauer mitnehmen könnte, müsste, also eigentlich solltest du auch so gut spielen, dass du gar nicht den Support des Publikums brauchst oder dass der sich automatisch einstellt, weil du halt so gut spielst. Aber ja, also so im Stadion gesehen, die erste Halbzeit war für mich notpeinlich. Also das war das Furchtbarste, was ich seit langer Zeit gesehen habe, dass du halt wirklich diese eine einzige Chance hast oder mit ein bisschen Goodwill vielleicht zwei Chancen hast, aber dann aus zwei gegnerischen Chancen halt dann zwei Tore frisst, weil du irgendwie nicht aufpasst und da hinten schlampig verteidigst. Schwierig. Also weiß ich nicht, ob man dann von Anfang an da irgendwie diese Karte ziehen muss, dass das Publikum da richtig mitgeht. Eigentlich hast du ja die Qualität und den Kader, das Spiel zu dominieren, aber du hast dann irgendwie den Willen nicht oder den Einsatz nicht, das irgendwie durchzuziehen. Das fand ich schon relativ verheerend. Gut, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei und verabschieden die Mailbox an dieser Stelle. Ihr könnt natürlich trotzdem weiter anrufen, 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 und da alles abladen, was euch gerade so durch den Kopf geht. Dieses Wochenende gibt es natürlich kein Spiel, deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht allzu viele Anrufe gibt, aber wenn ihr euch zum Beispiel zum Thema Thomas Hitzesberger und möglichen Posten als Vorstandsvorsitzender äußern möchtet, könnt ihr das natürlich da tun. Wenn ihr was zu Guido Buchwald zu sagen habt oder zu, weiß ich nicht, Klaus Vogt oder anderen möglichen Präsidentschaftskandidaten, lasst es auf der Mailbox zurück. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Abschließend nochmal die Aufforderung, Gina, Paddy und Forrest. Ihr habt natürlich jegliche Berechtigung, die Mailbox anzurufen, denn wir warten sehnsüchtig auf eure Anrufe. An dieser Stelle ja, nochmal der Hinweis, wenn ihr einen der drei irgendwie auf der Straße seht oder so, einfach auch 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 wählen und direkt das Handy vor den Mund halten und sagen, sag mal was. Genau, STR Promi Reporter. Genau, so der hat. So, glaub schon, oder? Ja, da müssen wir noch so eine vierstellige Nummer irgendwie bringen, so Fotoreporter für STR. Gut, Hitzesberger ist natürlich Thema, haben wir gerade eben schon mehrfach so ein bisschen angedeutet, da gab es heute die Meldung der Stuttgarter Nachrichten von Gunter Bahner. Da werde ich ja immer sofort nervös, wenn ich den als Autor irgendwo lese, weil man weiß immer nicht, ist es Kommentar. Sofort zusammen, ne? Ja, es ist, wie gesagt, man weiß nie, was man jetzt zu erwarten hat. Ist es nur eine Geschichte, eine Novelle oder ist es wirklich passiert? Man weiß es immer nie bei Gunter Bahner. Deswegen ja, vor allem, weil er seine Artikel auch irgendwie dann abwechselnd im 5-Minuten-Rhythmus als Kommentar oder als Artikel gekennzeichnet werden. Das ist immer schwierig.
Ja, stimmt, da muss man natürlich immer, da muss man eigentlich immer mehrfach klicken, damit man es dann auch wirklich weiß, um was es jetzt geht hier. Das stimmt schon. Nee, also es ist wirklich schwierig bei diesem Autor. Also da tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Und er hat heute den Artikel veröffentlicht, der die große Bombe platzen ließ, denn wie es aussieht, wird unser geschätzter Thomas Hitzesberger, seines Zeichens aktuell Vorstand Sport, befördert zum Vorstandsvorsitzenden der VfB AG. Laut Gunter Bahner und inzwischen auch laut der Bild-Zeitung wird es noch diese Woche die Bekanntgabe seitens des VfB geben, dass Thomas Hitzesberger diese Position einnehmen wird. Angeblich unterschreibt er einen neuen Dreijahresvertrag. Und jetzt gibt es noch widersprüchliche Meldungen. Der Herr Bahner behauptet, dass Mislintat zum Sportvorstand befördert werden soll. Und die Bild-Zeitung hat angeblich die Information, dass Thomas Hitzesberger sowohl als Vorstandsvorsitzender als auch als Sportvorstand weitermachen soll. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, Sebastian, wie das zusammengeht. Wie kommt es dazu? Denn es ist ja schon so ein bisschen verwunderlich. Es gab ja zuletzt immer wieder andere Namen, die auch diskutiert werden wurden. Bernhard Häusler natürlich, dann Robert Schäfer und der Herr Werle waren auch mit im Boot. Also da gab es ja schon ein paar Kandidaten. Jürgen Klinsmann, der sich fast selber so ein bisschen ins Rennen geworfen hat und dann auch gleichzeitig wieder abgesprungen ist. Also angeblich habe wohl Thomas Hitzesberger oder hat anders, die Aufsichtsräte wurden von Thomas Hitzesberger davon überzeugt, dass er eine klare Analyse zur aktuellen Situation bieten konnte und konkrete Vorstellungen zu künftigen Unternehmensstrategien liefern konnte. Das klingt erstmal ganz gut, aber ich bin ehrlich, ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Also das ist, ich gehe mal davon aus, dass alle Kandidaten sowas irgendwie präsentieren können und dann ist es vielleicht auch eine Geschmacksfrage der diversen Aufsichtsräte, was ihnen jetzt besser liegt. Zum Thema Bernhard Häusler vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Hier gibt es die Meldung, dass gegen Bernhard Häusler es im Aufsichtsrat wohl Bedenken gab, weil er, also Bernhard Häusler, Beratungsaufträge im internationalen Fußball diverser verschiedener Mannschaften angenommen hat. Er sitzt auch in dem ein oder anderen Aufsichtsrat. Das ist wohl auch nicht so richtig klar, wo er da überall mitmischt, jedenfalls mir nicht. Und am kritischsten wurde es, als man bemerkte, dass Bernhard Häusler in beratender Tätigkeit für den polnischen Erstligisten Legia Warschau tätig war. Und jetzt kommt's, der wiederum vom Stuttgarter Investor Quatrex mitfinanziert wird oder wurde. Und wir erinnern uns, Quatrex und VfB Stuttgart, da gibt es eine üble Vergangenheit, die noch nicht allzu weit zurückliegt. Und das führte dann wohl dazu, dass Bernhard Häusler mit Skepsis beäugt wurde und man sich am Ende dann für Thomas Hitzesberger entschieden hat. Okay, Sebastian, da steigen wir mal ganz kurz ein. Ich möchte mal von dir wissen, wie du grundsätzlich zu der Idee stehst, dass Thomas Hitzesberger neuer Vorstandsvorsitzender wird. Also ganz grundsätzlich sind wir uns ja alle im Klaren, dass Thomas Hitzesberger erstmal ein großer Gewinn für den VfB Stuttgart ist und auch ein Glücksfall jetzt als Vorstand Sport. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn man jetzt so nüchtern drauf guckt, muss man ja sagen, er war NLZ-Leiter und Präsidiumsmitglied, dann hat ihn Wolfgang Dietrich irgendwie als Nachfolger von Reschke installiert, um sich selbst irgendwie ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Und jetzt hat er erstmal viele gute Entscheidungen getroffen, vermeintlich, aber ganz nüchtern muss man festhalten, er hat als Sportvorstand noch nichts erreicht, weil er ist dafür einfach noch nicht lang genug im Amt. Er ist, glaube ich, im August installiert worden. Und man kann halt noch gar nicht sein Schaffen als Sportvorstand bewerten. Und ich frage mich halt schon, auf welcher Grundlage befördert man ihn jetzt zum Vorstandsvorsitzenden? Das kann alles super sein, aber auch da ist mir so diese Transparenz in der Entscheidungsfindung und warum jetzt genau er und warum gerade er, das ist mir schon so ein bisschen schleierhaft. Und vor allen Dingen, es scheint ja, so wie man den Artikel liest, gab es ja anscheinend so eine Art Stuttgart sucht den super Vorstandsvorsitzenden Casting vorm Aufsichtsrat, Häusler versus Hitzesberger. Und jetzt findet dann der Aufsichtsrat heraus, dass Häusler irgendwelche Posten hat in Clubs, die von Quatrex finanziert wurden. Ich meine, das hat den Aufsichtsrat bislang einen Dreck interessiert, wo Quatrex mit drinsteckt. Denen war es egal, dass wir Relegation gespielt haben gegen Teams, wo
unser Präsident damals noch irgendwie oder sein Sohn investiert war. Und jetzt spielt das so eine große Rolle. Irgendwie ist es halt wieder so typisch VfB. Es stinkt irgendwie. Ne? Also ich möchte typisch Spahner, sagen, muss man noch dazu sagen. Das möchte ich ganz kurz einwerfen. Genau. Plus, dass der Artikel mit dem Breaking News von Günter Bahner kommt, der eigentlich nicht der Journalist ist, der die Breaking News bringt, es sei denn, er schafft sie selber durch irgendwelche Kommentare über zum Beispiel Jan Schindelmeiser. Also ja, und diese ganze Gemengelage ganz kommt einem schon wieder sehr, sehr strange vor. Ganz kurz will ich eingrätschen, denn die Nummer hier mit Quatrex und Bernhard Häusler, die stammt eben von Günter Bahner und spätestens seit dem Artikel vor der Mitgliederversammlung, muss man einfach sagen, hat der für mich oder ist er für mich einfach nicht mehr integer, sodass ich nicht direkt glaube, was er da schreibt. Also im Zweifel will er halt einfach wieder in eigener Regie irgendwas vorantreiben. Der hat halt komplett für mich seine Glaubwürdigkeit verloren und auch so ein Stück weit diese Credibility, sage ich jetzt mal, die man als Journalist eigentlich genießt, ja, und die man sich vielleicht auch hart erarbeiten muss. Ja, die fehlt komplett, deswegen die Meldung von ihm, ja, da glaube ich wirklich nur das mit Thomas Hitzesberger, alles andere ist im Zweifel erstmal ja, mit Argwohn zu betrachten, so möchte ich es mal sagen, also das ist für mich wirklich eine Persona non grata, was vereinspolitische Themen beim VfB Stuttgart angeht, weil er aus meiner Sicht eine eigene Agenda, warum auch immer, nicht nur bei der Mitgliederversammlung im Juni, vorangetrieben hat. Also das ist einfach für mich hier jemand, der komplett rausfällt in seiner journalistischen Tätigkeit. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Und dann würde ich ja, und vor allem, du hast ja gerade schon beim Thema Günter Bahner sind, also heute um 16 Uhr, Moment, ich mag es jetzt die Fakten straight haben, heute um 16.22 Uhr kommen die Breaking News, Hitzesberger vor Beförderung zum VfB-Vorstandschef und um 17.36 Uhr kommt dann der Kommentar von Günter Bahner, gezeichnet als Meinung, zu der Personalie Hitzesberger, also er schreibt einen Kommentar zu seiner eigenen Meinung und er hat das geschafft, immerhin in spektakulären einer Stunde und 14 Minuten, muss ich sagen, ey, Respekt, also ja, wenn man das kann, ganz große Klasse, aber ja, das ist alles irgendwie ein bisschen, also alles an der Kassenstory ist komisch irgendwie, ne, und da sind wir als Podcaster, Blogger, Fans, Mitglieder echt aufgerufen, da wirklich mit wachem Auge auf die ganze Geschichte drauf zu blicken. Ja, absolut. Da muss man aufpassen, weil, wie gesagt, im Zweifel versucht da wieder irgendjemand was anderes vereinspolitisch durchzusetzen oder ich weiß es auch nicht. Ich fühle mich damit einfach nicht gut, wenn der Name Bahner irgendwo steht. Es fühlt sich nicht gut an. Also, ja, ich meine, das ist halt komisch, weil wir alle, wie gesagt, glauben ja, dass Thomas Hitzesberger so das Beste ist, was dem VfB passieren kann. Und es wird halt nochmal befördert, also zum dritten Mal in, weiß ich nicht, 12 Monaten. Und es fühlt sich nicht gut an. Und da muss man sich fragen, hey, warum fühlt sich das nicht gut an? Und da muss man die Lage mal genau betrachten. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt in der kommenden Woche noch den ein oder anderen Blogbeitrag dazu geben wird, der das Ganze irgendwie vielleicht ein bisschen beleuchten kann. Nochmal ganz kurz abweichend von dem Thema, sollte es jetzt bei euch geknackt haben die ganze Zeit. Nein. Ja, wir können es jetzt gerade nicht ändern. Sebastian nimmt jetzt seine eigene Tonspur mit auf. Wir hoffen, dass wir die dann benutzen können. Im Zweifel denkt ihr euch jetzt gerade, was labert der? Es lief doch hervorragend. Dann hat das mit Sebastians Tonspur geklappt. Wenn nicht, dann hat leider nicht geklappt. Entabonniert nicht gleich. Nein, auf gar keinen Fall. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an irgendeiner Lösung und demnächst wird dann nicht nur Skype ausprobiert, sondern auch mal Discord oder Teamspeak oder so. Wir werden, das versprechen wir euch hier wirklich hoch und heilig, spätestens 2020, ich habe gelernt, die Ziele muss man erstmal so ein bisschen nach hinten schieben, damit man möglichst lange Zeit hat, an diesen zu arbeiten, spätestens 2020 1A Tonqualität liefern. Das muss aber reichen. Ja, und entweder, wie gesagt, ne, 75.000 Euro ja, über Patreon, dann können wir in der VfB STR Lounge aufnehmen, ja. Loge, oder ein bisschen weniger wird auch reichen, dann können wir dann vielleicht nicht im Stadion, aber irgendwo anders Zelt vor Ort aufnehmen und dann können wir tatsächlich 1A Soundqualität garantieren. So sieht's aus. Aber wieder zurück zu Thomas Hitzesberger, da möchte ich noch was ansprechen. Also zum einen, um das nochmal aufzuklären, du hast dich, glaube ich, vorhin nur kurz versprochen, als du meintest, dass Hitzesberger im August zum Vorstandssport befördert wurde. Es war, glaube ich, der Februar oder so, als er Reschkes Posten übernimmt. Ja, ist auch egal. Die meisten Leute wissen das, du sowieso. Ich wollte es nur noch mal kurz hier gerade ziehen. Nicht, dass nachher wieder jemand kommentiert, hier, da haben sie schon wieder falsch gesagt, dabei haben wir es wahrscheinlich. Also es war Anfang des Jahres, ja. So. Im August waren wir schon lange abgestiegen.
Genau. So, aber was man natürlich auf jeden Fall noch thematisieren muss, ist die Position Vorstandssport. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Hitzesberger das Ganze in Doppelfunktion machen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, wenn du einerseits Vorstandsvorsitzender bist und zum anderen ja dein eigener Untergebener, möchte ich mal so sagen, also sprich Vorstandssport. Aber ich meine, da träumen, glaube ich, alle von uns von, ne? Wir sind unser eigener Chef, also das ist total geil. Ja. Und dann als Sportvorstand baust du halt Mist. Da musst du zum Rapport beim Vorstandsvorsitzenden, das bist du auch, und dann sagst du dir, du weißt, nicht so schlimm, kann ja mal passieren oder so. Das ist ein völliger Clusterfuck, also das kann ja nicht sein. Ja, das zum einen, und zum anderen frage ich mich halt auch, wir haben ja jetzt schon mehrfach gehört, auch aus, also ganz offiziell, dass ein Grund, warum Michael Reschke gescheitert sei als Sportvorstand, war, dass er keinen an seiner Seite hatte. Also so wie es jetzt mit Hitzesberger und Mislintat ist. Ein Sportvorstand und ein Direktor Sport oder Sportdirektor. Und ja, diese Baustelle würde man sich ja wieder aufmachen, weil ob jetzt Thomas Hitzesberger Vorstandssport bleibt und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender wird, ist ja eigentlich fast egal, weil er wird auf jeden Fall mehr zu tun haben und kann sich nicht mehr so sehr um seine Tätigkeiten kümmern, die er bislang ausgeübt hat. Das ist ja zwangsweise so. Und dann hast du ja wieder das Problem, dass du mit Sven Mislintat jemanden hast, der mehr oder weniger da als Einzelkämpfer tätig ist, und man dann wieder die Frage stellen muss, ob das nicht zu viel ist für eine Position. Also man macht sich ja ein Stück weit wieder eine neue Baustelle auf, weil man muss unter Umständen einen neuen Sportdirektor suchen oder einen neuen Vorstand Sport. Auf Dauer wird das so nicht funktionieren, selbst wenn Hitzesberger eine Doppelrolle einnimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach so durchgezogen wird. Und dann sind wir beim nächsten Thema, das ich ansprechen möchte. Wenn es Thomas Hitzesberger wird und er eine Doppelrolle erstmal behält, warum ist es dann so wichtig, diese Position unbedingt jetzt schnell noch im Oktober durchzuschieben? Also ist es dann nicht vielleicht sinnvoller, sich mehr Zeit zu lassen, unter Umständen jemand Neues zu suchen, der dann Vorstand Sport wird oder eben Sportdirektor, ihm Zeit gibt, sich einzuarbeiten und den Übergang dann etwas, ich sag mal, harmonischer gestaltet? Weil ja, also so mitten in der Saison, das gefällt mir auch schon wieder nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sein. Gut, andererseits könnte ich sagen, jetzt holst du halt dann den Bernhard Häusler, der kommt dann irgendwie aus der Schweiz rüber, ist zum ersten Mal beim VfB und der versucht dann Sachen zu ändern. Und das will ja vermutlich niemand. Aber genau VfB. Das wurde ihm ja attestiert, dass er nicht der Typ ist, der herkommt und Sachen ändert, sondern dass es jemand ist, der sehr, sehr gut ein Team führen kann, sehr, sehr gut zuhören kann und jemand ist, der eigentlich immer versucht, alle Leute abzuholen, mit denen er arbeitet, aber am Ende dann derjenige ist, der sozusagen den Kopf dafür auch hinhält und die Entscheidungen trifft. Also das war ja eigentlich eine Stärke, zumindest. Ja, aber du holst ja definitiv erstmal einen Externen rein, ne, der irgendeine Meinung hat, die dann eventuell eine andere ist als deine. So, und jetzt sagst du aber, nee, komm, wir machen die interne Lösung. Und jetzt mache den Thomas Hitzesberger vom Vorstand Sport zum Vorstandsvorsitzenden und Sven Mislintat vom Sportdirektor zum Vorstand Sport. Und im Endeffekt ändert sich ja nur die Position auf der Visitenkarte. Und der VfB sucht keinen Vorstandsvorsitzenden mehr, sondern einen Sportdirektor. Also eine Position relativ weit unten. Die beiden machen genau dasselbe und haben halt nur eine andere Position auf ihrer Visitenkarte stehen. Also ja, weit unten, da gebe ich dir recht, aber trotzdem, wenn also du überlegst. Nicht weit unten, aber in Relation zum Sportvorstand. Oder zum Vorsitzenden, ja genau. Aber das Ding ist halt, du hast jetzt mit Hitzesberger und Mislintat ja einen gewissen Weg eingeschlagen, für den die beiden stehen. Also das merkt man ja an der Transferpolitik, an der Auswahl des Trainers. Und jetzt holst du dir wieder jemanden dazu, der die Situation für sich auch neu bewertet, und zwar im unmittelbaren Tagesgeschäft. Also ich sag mal so, ein Vorstandsvorsitzender, ich glaube nicht, dass, egal wer das jetzt ist, ja, ich glaube nicht, dass der herkommt und morgen direkt was ändern möchte, sondern das ist aus meiner Sicht eher ja langfristig oder mittelfristig ausgelegt, die Änderungen, die so ein Vorstandsvorsitzender anstrebt. Und als Sportdirektor oder als Vorstandssport könnte ich mir vorstellen, ja, jetzt kommt da wieder ein externer Sportvorstand. Ja, der hat vielleicht auch schon wieder irgendwelche Trainer in der Hinterhand. Ja, da erinnere ich zum Beispiel an Düsseldorf, als es ja damals die Diskussion um Friedhelm Funkel gab Anfang des Jahres. Da war es ja auch so, dass der damalige, war das Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer? Ja, der Schäfer. Ja, dass der praktisch die Idee hatte, er holt jetzt den Kanadi, der jetzt in Nürnberg tätig ist, genau.
holt den jetzt hier her und schiebt den Funkel mehr oder weniger ab. Und das lag ja nicht daran, dass der Funkel schlechte Arbeit geleistet hat, sondern das war ja auch wieder so, man kennt sich und ja, schlussert sich so die Posten zu. So, und genau davor habe ich dann halt wieder ein bisschen Angst, gerade hier in unserem schwierigen Umfeld, und damit meine ich nicht die Fans, sondern vereinspolitisch ist ja da nicht alles gut, seitdem Wolfgang Dietrich weg ist. Also da findet dann mir schon wieder vielleicht zu viel Politik statt, viel zu viel hin und her Geschiebe, und ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, du holst dir wirklich jemand komplett Externes, einen komplett neuen Vorstandsvorsitzenden hier an Bord, der jetzt auch nicht unbedingt diesen merkwürdigen Ruf genießt eines Robert Schäfers, sondern vielleicht wirklich erstmal einen guten Ruf genießt, vor allem auch in Fankreisen, und dazu gehört für mich ein Bernhard Häusler, und die Nummer mit Quadrex, sage ich dir ganz ehrlich, also das ist für mich zu sehr, also es ist für mich einfach zu sehr an den Haaren herbeigezogen, weil das, was ich jetzt hier aus dieser Meldung rauslese, ist, dass Bernhard Häusler Warschau beraten hat und Warschau halt auch von Quadrex mitfinanziert wird. Aber das ist eine Verbandlung, mit der kann ich natürlich noch deutlich besser leben, als wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, Häusler wäre der Anteile an Quadrex und hätte dann Warschau beraten und am besten noch zu Quadrex geraten. Das ist also. Nee, und vor allen Dingen ist es ja auch so ein Punkt, das fällt dir ja nicht kurz vor der Stichwahl oder kurz vor dem finalen, ja. vor der finalen Entscheidung Hitzelsberger versus Häusler ein. Ach, guck mal, der Häusler, der war ja bei Quadrex und dabei lege ja Warschau. Nee, also wenn du ihn halt abklopfst, dann weißt du das ja sofort und dann kannst du sagen, ey, der Häusler wäre einer für uns, aber mit seinen Querverbindungen über drei Ecken zu Quadrex, das können wir nicht bringen, der ist keiner für uns halt, ne? Aber das jetzt halt so aufs Tableau zu bringen und sich da noch irgendwie dann den Humanitätspreis irgendwie einheimsen zu wollen, dass sie darauf verzichtet haben, das glaubt ihnen halt einfach niemand mehr mittlerweile, ne? Ja. Ja, und so habe ich irgendwie das Gefühl, alle rutschen halt irgendwie eine Position auf beim VfB. Du hast halt eine ganz wichtige Position, für die du lange jemanden suchst, besetzt. Dafür hast du halt eine Position, die halt dann in der Hierarchie zwei Stellen weiter unten ist, nicht mehr besetzt. Muss man vielleicht auch nicht besetzen. Alle machen irgendwie das Gleiche, kriegen halt einen anderen Titel auf ihren Briefkopf, auf ihre Visitenkarte. Und alle, die bisher bei VfB waren, müssen auch jetzt nicht fürchten, dass sich irgendwie grundlegend was ändert, weil eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Also wir müssen natürlich abwarten, bis es die offizielle Meldung gibt, dann wissen wir auch mehr, was mit Thomas Hitzelsberger genau passiert, ob er dann wirklich in Doppelfunktionen tätig ist, ob es vielleicht, sollte es so sein, schon einen Ausblick gibt, wie lang das Ganze so weitergeführt werden soll, und dann wissen wir natürlich mehr, ansonsten ist es jetzt natürlich dann schon auch so ein bisschen, ja, viel Geschwafel, weil wir nicht konkret wissen, wie dann letzten Endes die Positionenverteilung aussieht, aber ich sag mal so, mit einem Thomas Hitzelsberger auf dieser Position kann ich natürlich deutlich besser leben als mit einem Schäfer oder mit einem Werle. Da habe ich. Genau, also das muss man ja auch festhalten. Also auch wenn das ganze Prozedere und das ganze Casting jetzt irgendwie wieder äußerst dubios irgendwie VfB-like anmutet. Also egal wie es ausgeht, ist, wenn Thomas Hitzelsberger entscheidende Position im Verein einnimmt, scheint das erstmal keine schlechte Sache zu sein, wobei man sich dann schon fragen muss, auf welcher Basis und Grundlage er halt so einen kometenhaften Aufstieg innerhalb des VfBs nimmt halt, ne? Ja. Weil da ist halt seine große Sympathie und seine Außendarstellung und einige kluge Entscheidungen, die er getroffen hat. Aber so langfristig kann man und nachhaltig kann man sein Schaffen ja noch gar nicht einschätzen einfach, ne? Und ja. Dafür geht's jetzt halt schon einfach wahnsinnig schnell. Also du kannst eigentlich nur diese Tätigkeit als NLZ-Leiter bewerten, da war er sehr gut, aber es ist natürlich... Aber die war ja auch relativ kurz einfach, ne? Also auch für einen NLZ-Leiter wahrscheinlich zu kurz, um wirklich bewerten zu können, was er da geschaffen hat. Ja, das stimmt schon. Also wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie das Ganze dann letzten Endes uns präsentiert wird und wollen nicht vorschnell urteilen. Gut. Dann gibt es noch was, das ist nur so ein kleines Randthema, aber ich wollte es unbedingt ansprechen. Wir können auch nicht allzu viel dazu sagen, aber heute ging auf Twitter ein Bild durch die Gegend. Und zwar war Guido Buchwald beim Freundeskreis. Und ich weiß nicht, ob er da die Klimowitzen... Waren beide Klimowitzes da? Genau. Beide Diego Klimowitze. Und Matteo. Und Matteo, oh, okay. Genau, beide waren da. Und Herr Buchwald saß auch mit auf dem Podium. Ich weiß nicht, ob er die interviewt hat oder ob die drei da zusammen halt gefragt wurden vom Freundeskreis. Darum geht es nämlich. Wie auch immer.
Und auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist dann sofort wieder das Durchdrehen gewesen, dass man auf Twitter wahrnehmen konnte, dass jetzt Guido Buchwald beim Freundeskreis sitzt. Und da muss ich sagen, ich bin definitiv kein Freund des Freundeskreises, aber ich finde diese Aufgeregtheit, die finde ich manchmal nicht ganz nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier sitzt halt Guido Buchwald beim Freundeskreis und wird da interviewt. Erstens wissen wir, also muss nochmal ganz kurz zurückspulen. Die Unterstellung ist natürlich so ein Stück weit, dass der Freundeskreis jetzt versucht, Einfluss zu nehmen auf Guido Buchwald, der ja gerne VfB-Präsident werden möchte. Und man unterstellt jetzt so ein Stück weit, dass der Buchwald da mit dem Freundeskreis, ich sag mal, unter einer Decke steckt und der Freundeskreis hier schon wieder Strippen zieht und was weiß ich, was alles. Das mag ja alles so sein, das kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig widerlegen, darum geht's mir gar nicht. Aber trotzdem finde ich diese Aufgeregtheit etwas unangebracht. Zum einen weiß ich nicht, wann wurde dieser Termin mit Guido Buchwald vereinbart. Es kann ja sein, dass dieser Termin schon bevor Guido Buchwald seinen Hut in den Ring geworfen hat, mit ihm vereinbart wurde. Das ist das eine. Und zum anderen wissen wir ja noch nicht mal, was da gesprochen wurde auf dieser Veranstaltung. Das ist natürlich nicht öffentlich. Der Freundeskreis ist ja auch, sagen wir mal so, als Verein nicht ein Verein, der groß an die Öffentlichkeit geht. Sprich, ich wünschte mir hier dann auch von Seiten der mir eher ja sympathischeren Mitglieder, und damit meine ich gerade dann die ganzen Leute, die sich so im Netz tummeln und die man sonst auch so trifft, etwas mehr Ruhe und Bereitschaft zum Dialog und zur Vereinigung, nenne ich jetzt das Ganze mal. Also da gab es ja oft diesen Aufruf an den Verein auch, dass man die Mitglieder wieder zusammenbringt, aber das ist natürlich auch schwer, wenn man bei jedem Thema direkt total völlig übertrieben reagiert aus meiner Sicht und sagt, ja, der Buchwald und der Freundeskreis, die stecken zusammen unter einer Decke, weil sie sich jetzt hier irgendwie treffen wie heißt das ganze Ding? Sebastian, du weißt das, wo trifft man sich? Das Rondell. Im Rondell trifft, ja, und da dann irgendwelche Events zusammen abhält. Also, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mir ist das zu viel Aufregung um eine relativ normale Angelegenheit, so möchte ich es mal ausdrücken. Ja, also für mich ist jetzt der Freundeskreis auch ein Zusammenschluss von vielen Geschäftsleuten, die irgendwie einen Haufen Kohle haben und sich da irgendwie einkaufen und das NLZ unterstützen und natürlich, ja, stellt dann der VfB dann auch Spieler ab, die da halt dann mal im Rondell sitzen und nach dem Spiel irgendwie 2 bis 5 halbschlaue Sätze absondern. Und ich glaube, Guido Buchwald müsste da nicht sitzen, aber wenn er die Gelegenheit bekommt, dann natürlich so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, dann sitzt er natürlich auch total gerne da. Ja, aber für mich ist jetzt auch der Freundeskreis irgendwie keine satanische Loge, die da irgendwelche Verschwörungstheorien schmiedet und so weiter. Also, ja, sehe ich auch relativ gelassen. Und ja, wenn die halt da irgendwie zu viel Kohle haben und die in VfB pumpen, dann darf da auch gerne mal ein Spieler sitzen, auch mit seinem Vater und einem Präsidentschaftskandidat. Und das ist ja das Schöne, im Dezember entscheiden dann 70.000 Mitglieder, von denen dann, weiß ich nicht, wie viele es dann in die Schleierhalle schaffen, 4.000 oder 5.000, und die entscheiden dann, wer Präsident wird. Und ich glaube, da ist dann auch der Einfluss des Freundeskreises relativ begrenzt, auch ja, wenn sie viel Geld haben und viele gute Business-Kontakte, aber zum Glück wird da halt dann noch mehr oder weniger mit den Füßen abgestimmt und insofern sehe ich das auch komplett relaxed. Ich wäre allerdings gerne mal zu Gast in diesem Rondell. Ja, wer nicht. Also aber nur, wenn es Häppchen gibt. In dieser geheimen Loge. Ja, in der geheimen satanischen Loge. Aber wirklich dann nur, wenn es Häppchen gibt. Ja, aber ich möchte auch nochmal sagen, egal wer letzten Endes Präsidentschaftskandidat wird, ja, selbst wenn es dann Klaus Vogt wird, der von allen Kandidaten, glaube ich, schon derjenige ist, der am nächsten dem normalen Fan kommt so und von vielen Fans auch präferiert wird. Aber auch der wird sich mit dem Freundeskreis treffen und wird sich mit denen unterhalten und wird vielleicht da mal auf einem Podium sitzen. Das gehört einfach dazu. Das gehört einfach, wie gesagt, dazu, dass es da unterschiedliche Strömungen, Vorstellungen gibt, auch innerhalb oder unter den Mitgliedern, so ist es richtig. Und das muss man dann einfach auch aushalten. Da finde ich, braucht man jetzt nicht gleich schon wieder völlig durchdrehen, weil Guido Buchwald da sitzt. Also mir fallen viele andere Gründe ein, warum Guido Buchwald jetzt nicht mein Präsident wäre. Da brauche ich jetzt nicht noch dieses Ding beim Freundeskreis dazu, um mich jetzt drüber aufregen zu können. Und wie gesagt, man macht ja auch ein Stück weit direkt die Türen zu für jegliche Diskussion. Also es ist immer alles, was mit dem Freundeskreis ist, es wird sofort verteufelt. Ja, also jeder, der da auftaucht, ist im Endeffekt Teil des Bösen. Ja, und dabei kann es ja auch ganz gut sein, wenn
wie gesagt, bei Buchwald sehe ich es jetzt dann auch ein bisschen anders, aber wenn zum Beispiel ein Klaus Vogt sich mit den Leuten unterhält und wenn er es schafft, ich sag mal, die in Anführungsstrichen normalen Mitglieder und Teile des Freundeskreises vielleicht ein bisschen wieder eher zusammenzubringen. Das ist ja das, was wir auch wünschen von einem neuen Präsidenten, dass er den Verein eben wieder eint. Und wie gesagt, also ich hab's ja dann doch schon relativ deutlich kundgetan, etwas entspannter an die Sache rangehen. Gut, kommen wir zu den Jugendmannschaften noch ganz kurz. U21, U19. Die U21 spielte bereits am Mittwoch im WFV-Pokal gegen Calcio Leinfelden Echterdingen und hat sich da ein bisschen schwer getan. Hat mit 3:2 am Ende aber dann dennoch gewonnen und ist ins Viertelfinale des Pokals eingezogen. Zweimal Marcel Söckler und einmal Benedikt Köpp haben dem VfB dann zum Sieg verholfen. Viertelfinalist oder der Gegner des VfB steht noch nicht fest fürs Viertelfinale, so ist es richtig. Dann gab es gestern, das habe ich auch schon gerade angesprochen, eine interessante Partie gegen Ravensburg. Und der VfB spielte eine unterirdische erste Halbzeit, ging damit 0:2 ja, in die Pause und drehte das Spiel dann aber spektakulär innerhalb von 5 Minuten. Avuca, dann gab es noch ein Eigentor und Klimowitz waren die Torschützen für den VfB. Ihr merkt es, da hat die erste Mannschaft tatkräftig mitgeholfen. Avuca und Klimowitz und ja, Massimo mit einer tollen Partie hat auch gespielt. David Krötzinger hat gespielt, da habe ich mich auch drüber gefreut, weil er ja vielleicht auch zur Option werden könnte, sollte Borna Sosa länger ausfallen. Er hat ja eine relativ gute Vorbereitung gespielt, konnte jetzt aus meiner Sicht in dem Spiel jetzt nicht unbedingt richtig auftrumpfen, aber der war auch relativ lang, ich glaube aufgrund muskulärer Probleme außen vor, muss ich vielleicht da auch erstmal wieder rankämpfen. Und ja, also die zweite Mannschaft profitiert hier mal wieder von der ersten Mannschaft, aber so soll es ja ruhig sein. Und ich bin froh, dass man jetzt hier diesen Sieg errungen hat gegen Ravensburg. Wichtiges Spiel. Die U19 war auch erfolgreich. Die spielte im DFB-Juniorenpokal-Achtelfinale gegen RB Leipzig und konnte 5:2 gewinnen. Das ist dann schon eine Ansage. Zweimal Leo Münst, einmal David Hummel, einmal Alex Kopf und einmal Per Lockel waren die Torschützen. Und der VfB steht also jetzt im Viertelfinale. Und ja, ein Sieg gegen RB Leipzig, das war schon ja, im Fingerzeig, weil ich glaube, Leipzig schon leicht favorisiert in dieses Spiel ging. Also da können wir stolz sein auf unsere U19, für die es ja nicht schlecht läuft in der Saison bislang, aber ja, ich würde mal sagen, es ist eher eine schwierigere Saison für die U19 und umso schöner ist es, wenn man dann so kleine ja, Teilerfolge hat, wie zum Beispiel den Einzug ins Junioren-DFB-Pokal-Viertelfinale. Gut, Sebastian, dann soll es das eigentlich für heute gewesen sein. Der obligatorische Hinweis zum Schluss: spendet für unseren guten Freund Dennis, kann man, denke ich mal, schon so sagen. Ich habe gesehen, es gab eine coole Fahne am Freitag im Spiel gegen den Wiesbaden. Ja, ich weiß nicht, wo die herkommt, aber das wäre vielleicht auch noch so eine Aktion, die ich jetzt hier mal anregen möchte. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wen man da ansprechen könnte, aber es wäre ja eine Möglichkeit, dass man diese Fahnen irgendwie herstellt und weiß ich nicht, was die in der Herstellung kosten, aber dann macht man die halt irgendwie 2 Euro teurer. Und die 2 Euro, also die Herstellungskosten plus eben dann die 2 Euro, die gehen dann auf das Spendenkonto von Dennis über. Weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, aber das wäre vielleicht eine Idee, die man mal diskutieren könnte. Wer auch immer diese Fahne an den Start gebracht hat mit Dennis, der kann ja da mal mit dem einen oder anderen Fanclub vielleicht in Verbindung sich setzen und vielleicht haben die dann eher Kontakte, weil ich hätte jetzt keine, ich wüsste jetzt nicht, an wen ich mich wenden müsste, um eine Fahne drucken zu lassen. Aber ich fand die Idee, die kam ja so, die fand ich gar nicht so dumm, dass man sagt, hier so kleine Fahnen, was weiß ich, die werden ja nicht viel mehr kosten als 3-4 Euro in der Herstellung, die verkaufen wir für 6 Euro, 7 Euro, davon gehen dann 3 oder 4 Euro direkt auf das Spendenkonto von Dennis und ja, dann kommt er seinem Ziel näher, sich an der Wirbelsäule operieren zu lassen. Ja. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann klickt auf die GoFundMe-Kampagne und überweist da einfach, egal wie viel, ja, ob es jetzt 1 Euro ist oder 1000, das, was ihr könnt, hilft und wie gesagt, selbst 1 Euro hilft halt, ja, weil 100.000 Leute die 1 Euro spenden und der Junge ist erstmal beruhigter, so möchte ich es mal sagen. Es gibt noch 2 Artikel, die verlinke ich wie immer auch, wenn ihr von dem ganzen Fall noch nichts mitbekommen habt, klickt da drauf, gibt es auch einen Artikel mit einem Video, das so ein bisschen den Alltag von Dennis zeigt und für alle, die jetzt keinen Bock haben, lange Artikel zu lesen, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, um da einen Einblick zu bekommen, wie es Dennis geht. An der Stelle auch nochmal, Dennis, kleine Grußbotschaft an dich, haltet euch,
Du schaffst das. So. Startelf-Tipp lassen wir natürlich heute außen vor. Nächste Woche ist spielfrei. Das Vertikalpassbuch, die VfB Stuttgart Fußballfibel, werde ich verlinken. Kauft sie euch, die Fibel, und lest sie durch, rezensiert sie auf Amazon. Das hilft dem Sebastian dann vielleicht doch nochmal sich hinzusetzen und die Orakelfibel nachzulegen oder so. Ich glaube, du musst das machen zusammen mit deinem kongenialen Partner, dem Zwiggel, der das ja immer hervorragend macht mit dir zusammen. Genau, der auch 80% von unserem Buch geschrieben hat. Muss man ja auch erwähnen, aber also. Die 20%, du bist dann sozusagen sein Hamadi Al-Gadoui, der vorne das Ding hat. Ja, genau, das genau. Er ist Gomez, ich bin Al-Gadoui. Übrigens konnte ich gerade eben das Knacken. Ich glaube, ich weiß jetzt, woher das kam. Also soll es jetzt besser werden. Immer wenn ich was sage, dann knackt es. Oder immer wenn ich Al-Gadoui sage, knackt es. Es wäre so schön, wenn das die Erklärung wäre. Nein, aber gerade eben habe ich hier auf meinem Mac die Meldung bekommen, Update bereit zur Installation. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass hier im Hintergrund die ganze Zeit irgendein Update geladen wurde. Und man konnte das so direkt nicht sehen. Ich hoffe nicht, dass es daran lag. Das wäre für mich dann echt jetzt unerträglich. Die ganze Zeit ärgere ich mich, dass es knackt. Und dann ist es einfach ein Update, das hier im Hintergrund sich selber runterlädt. Was wäre so typisch in den heutigen Tagen, oder in der heutigen Zeit, dass im Hintergrund meines Rechners irgendwelche Dinge passieren. Ja, du, was so da alles im Hintergrund passiert bei Apple und beim VfB, das weiß echt niemand mehr. Ja, die Updates bei Apple, man nennt sie auch den Günter Bahner des Betriebssystems. Immer so im Hintergrund passiert irgendwas. Immer im Hintergrund, ja. Und meistens ist es danach schlechter als vorher. Bevor ich mich jetzt hier noch um Kopf und Kragen drehe, möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf eine viel bessere Quelle, die man ansurfen kann, nämlich vertikalpass.de. Die Jungs schreiben nicht nur Bücher, sondern auch hervorragende Blogartikel. Und dazu gibt es dann auch noch ein tolles Spieltags-GIF-Edition, die ich auch immer sehr empfehle, weil die immer wieder so ein Schmunzeln auch aufs Gesicht zaubert. Und das tat mir ganz gut nach dem Spiel am Freitag. Also da ist darauf verwiesen, dass ihr da einfach mal vorbei surft. Vertikalpass oder @vertikalpass ist der Twitter-Handle. Sebastians Twitter-Handle ist @butze mit 2 Z. Bitte folgen, bitte folgen. Mich findet man auf Twitter unter @RickyPalm und diesen kleinen Podcast findet man natürlich unter @VFBSTR auf Twitter, @VFBSTR auf Instagram und @VF3STR auf Facebook. Schaut vorbei und liked, wie die Kids von heute so sagen. Sebastian, dann sind wir eigentlich durch, würde ich behaupten. Genau, wir könnten auch ganz kurz zur Ehren von Eva, die wir letzte Woche zu Gast hatten. Oh, ja. Ihr erinnert euch, Arminia Bielefeld-Fanin, noch kurz den Zwischenstand durchgeben. Bielefeld, Tabellendritter, spielt aktuell in Osnabrück und führt nach 80 Minuten 1-0 und ist damit auf 2 Punkte am VfB dran. Also ich könnte damit leben, muss ich sagen. Ja, die müssen in 2 Wochen dann gegen Hamburg zum Spitzenspiel. Mhm. Gut für den VfB. Hoffentlich wird es so. Ist unsere Vorband quasi, ne? Also. Spielen die Freitag? Ich weiß es gar nicht. Oder Samstag? Wir spielen Sonntag. Ja, und ich bin gespannt, ob ich bis dahin schon einen neuen Platz habe. Ich hoffe, das gelingt mir. Und vielleicht dann mit ganz, ganz neuen Eindrücken direkt vom Spielfeld oder vom Spielertunnel. Mal gucken, wie nah wir rankommen. Aber jetzt müssen wir auch kurz mal festhalten nach dieser Aufnahme, was wir jetzt als To-Dos quasi haben. Also du brauchst einen neuen Platz. Wir brauchen irgendwie eine Akkreditierung für Freitag, für Spiel gegen St. Gallen. Ja. Ich muss noch irgendwie definitiv jetzt eine Anweisung haben, in welcher Farbe ich das Askasiba-Trikot kaufen soll. Da gibt's die Umfrage ab morgen bei Ihrem. Und wir brauchen Händler. Eine Einladung noch für das Rondell des Freundeskreises. Das war's eigentlich, oder? Das ist gut zusammengepasst. Und dann können wir irgendwie das Format hier irgendwie dann auch beenden. Und dafür saßen wir jetzt wieder 2,5 Stunden zusammen. Das kann aber nicht wahr sein. Und wahrscheinlich wird keiner unserer Wünsche erfüllt. Also, und wir müssen auch mal echt gucken, was wir nächste Woche machen. Wir haben dann ja kein Spiel, über das wir sprechen können. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen. Niemand auf der Mailbox an. Also das wird, ich weiß gar nicht. Ich habe ja den Trumpf Fazit in der Hinterhand. Das vorläufiges Hinrunden-Fazit. Genau, das war einfach mal so drüber gucken, welche Spiele haben uns überrascht, egal jetzt positiv oder negativ. Was sind unsere Erwartungen? Ja, also wir finden auf jeden Fall eine Möglichkeit, um dann wieder, ich weiß nicht wie lange, über irgendwas mit dem VfB. Aber das wäre dann vielleicht auch mal so ein kleiner Hinweis Richtung Mailbox. Also
Vermutlich machen wir nächste Woche ein vorläufiges Hinrundenfazit. Welcher Spieler hat überzeugt, welcher eher nicht? Und bitte nicht alle dann zu Atakan Karaso anrufen. Aber also das wäre so ein Thema für die Mailbox. Also was hat euch bisher richtig gut gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Wo seht ihr Verbesserungspotenzial? Wo seid ihr total zufrieden? Ich glaube, das könnte so Thema in der nächsten Woche dann werden. Also 0711 für Stuttgart, 25-28-16-04. Euer Teilfazit zur bislang laufenden Saison und wir melden uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und ja, das Knacken konnte ich, wie gesagt, am Ende dann noch aufklären. Freut mich. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Gibt's echt nicht das